sage herzlich willkommen im Namen von Forum Gyn-Onkologie in der Deutschen Stiftung Eierstockkrebs zu unserer zweiten BRCA-Themenreise in diesem Jahr zum Themenschwerpunkt der Erstlinientherapie und BRCA als auch HRD. Und ich begrüße oder ich sage auch herzlich willkommen unseren Experten, Expertinnen. Wer unsere Veranstaltung schon so ein bisschen ein paar Jahre oder zumindest vielleicht ein paar Monate verfolgt, wir haben ja immer Kooperationspartner deutschlandweit und Expertenzentren, mit denen wir die Veranstaltung sehr gern durchführen. Und das sind heute quasi die Experten und Expertinnen vom Universitätsklinikum Düsseldorf. Und da begrüße ich sehr herzlich Frau Dr. Jäger, Herrn Dr. Renz und Professor Ruckewiller. Und aus Berlin, unser, ich sage jetzt mal, Studienexperte, das wäre aber ein bisschen reduziert, Robert, Herr Dr. Armbrust von der Charité Berlin, begleitet schon viele Jahre unsere Themenreise, bringt neueste Studien mit aus dem gynäkologischen Bereich. Wir haben einiges rund um die Thema der Operation als Themenschwerpunkt, präventive Maßnahmen, wenn eben Präkarationen vorliegen und eben das Thema Studien, Studienteilnahme, klinische Studien. Da sind aktuelle Sachen, die wir vorstellen werden zum Studienportal Gyn. Vielleicht mischen wir das auch ein bisschen, dass wir vielleicht das Studienportal zwischen Vortrag 1 und 2 schon mal ein bisschen anklingen lassen. Und wie immer werden wir diese Veranstaltung aufzeichnen und die Beiträge im Nachgang online zur Verfügung stellen, dass Sie da auch Bescheid wissen. Das ist immer besonders wichtig, weil ja doch viel kompaktes Wissen in den Veranstaltungen hier präsentiert wird. Und da können Sie im Nachgang auf alle Fälle nochmal dabei sein. Und nochmal herzlichen Dank auch an der Stelle an Frau Professor Fehm, die die Veranstaltung möglich gemacht hat. Und ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich kann mich gut erinnern, wir waren, oder die Frau Professor Fehm und das Universitätsklinikum Düsseldorf war eine der ersten Institutionen, die 2017 unsere BRCA-Themenreise vor Ort durchgeführt haben. Also vielen Dank für die lange Partnerschaft. Gut, dann würde ich sagen, ich stoppe meine Freigabe und übergebe an Herrn Dr. Renz und Herrn Professor Ruckhebele. Wer von Ihnen beiden möchte anfangen? Herr Renz fängt an, der hat den wichtigen Part der operativen Therapie. Alles Ich will in der klar. Chronologie bleiben und deshalb wird er uns jetzt was zur operativen Therapie erzählen und dann schließe ich mich an mit der Frage, was kommt nach der Operation? Vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und Gelegenheit, hier teilnehmen zu dürfen in dieser Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde auch ganz gerne am Anfang vielleicht mich kurz vorstellen wollen, weil das, glaube ich, den Blick auf das Thema ein bisschen erklärt oder verständlicher macht. Ich habe viele Jahre, heißt 16 Jahre in den USA gearbeitet und zuletzt als gynäkologisch-onkologischer Oberarzt an der Universität Stanford und war dann ein paar Monate in Düsseldorf und habe jetzt gerade an der Stelle angefangen, tatsächlich an der Charité. Also vieles, was ich sagen werde, ist natürlich dann reflektiert auch die US-amerikanischen Art und Weisen vorzugehen, nur dass das sozusagen verständlich ist. Ich habe was ist zu bedenken in der operativen Therapie oder der operativen Behandlung, das habe ich unterteilt in zwei Aspekte. Einmal ist prophylaktisch, was ja spezifisch ist für Träger einer genetischen Prädisposition und dann natürlich das heißt also prophylaktisch, wenn noch keine Erkrankung vorhanden ist. Und dann therapeutisch wäre dann eben, wenn Erkrankung vorhanden ist, die tatsächlich dann unabhängig erstmal ist, die operative Behandlung, ob nun eine genetische Prädisposition vorliegt, ja, nein. Also die prophylaktische, spezifisch für die genetische Prädisposition und die therapeutische Behandlung nicht. Die prophylaktische bezieht sich auf eine risikoreduzierende Entfernung, komplette Entfernung beider Eileiter und Ovarien. Und die therapeutische lässt sich großzügig einteilen in zwei Bereiche. Einmal das Staging, wenn man keine Erkrankung mit dem bloßen Auge sieht, also wenn man nach mikroskopischer Ausbreitung sucht, man hat zum Beispiel ein vergrößertes Ovar und sucht nach mikroskopischer Erkrankung, das ist die Stadieneinstufung oder Staging. Oder man hat augenscheinliche Erkrankungen außerhalb des Ovars, entweder auf Bildgebung oder aber auch sozusagen, wie
mit dem Auge sichtbar während der OP, dann ist eine maximale Zytoreduktion angestrebt. Und das nennt man Deep Bulking. Also zunächst, und da gibt es ja ein Spielfeld noch Intervall-Debulking, Sekundär-Debulking, wo ich nur ganz kurz drauf eingehen werde. Zunächst also zur prophylaktischen operativen Behandlung. Vor der Operation gibt es da was. Es ist weder in den USA noch im europäischen Gebiet Empfehlung, ein allgemeines Screening durchzunehmen für Operationen. Nicht für die Population mit normalem Risiko, aber auch nicht für die Population, die sozusagen Hochrisiko ist, Ovarialkarzinom zu entwickeln. Dennoch, nach amerikanischen Guidelines, kann eine Überwachung diskutiert werden mit der Patientin. Und das bezieht sich meistens auf alle 6 Monate Tumormarkerbestimmung, CA-125 und Beckenultraschall. Was wir routinemäßig gemacht haben, auch vor risikoreduzierenden Eingriffen, eben ein CA-125 bestimmt und einen transvaginalen Ultraschall gemacht, um eben sozusagen nicht intraoperativ auf was zu stoßen, was wir nicht erwartet haben. Während der Operation, diese Operationen sind kleine Eingriffe, können sogenannte minimalinvasiv Schlüsselloch-Chirurgie gemacht werden, eine Bauchspiegelung. Reichen eigentlich 3 kleine Inzisionen, eine 1 cm im Bauchnabel und dann 2 kleiner als 1 cm links und rechts oder beide auf einer Seite. Wichtig ist die gründliche Inspektion des gesamten Situs, wenn man denn dann in den Bauch schaut, also Oberbauch, Leberoberfläche, Zweifeloberfläche, Darmoberfläche, die Fettschürze, die den Darm bedeckt, das Omentum, Blinddarm und natürlich die Beckenorgane. Und wenn immer was auffällig ist, sollte man das biopsieren. Dann Spülzytologie, 50 Milliliter physiologische Kochsalzlösung, um das eben zur zytologischen Präparation zu schicken und da auch wieder nach abgeschilferten Zellen möglicherweise zu suchen. Und dann die komplette Entfernung beider Ovarien und beider Eileiter. Nun, was heißt das? Der Eileiter sollte abgenommen werden direkt am Uterus auf der einen Seite und es sollte besonders darauf geachtet werden, dass tatsächlich die Fimbrien, die also die quasi die Eizellen auffangen, dass die komplett entfernt werden, da diese eben nach heutigem Anschauen häufigste Ausgangsort des Ovarialkarzinoms sind. Man sollte minimal Ovarien und Tuben nur manipulieren während der Operation, um eben wieder Abschilfern von Oberflächenzellen zu verhindern. Man sollte das Bauchfell, wenn denn vielleicht feine Verwachsungen zwischen Ovar oder Tube von vielleicht vorher stattgefundenen Inflammationen, Entzündungen da sind, sollte man das Bauchfell entfernen, um wiederum in diesen feinen Adhäsionen nichts zu verpassen oder zurückzulassen, vielmehr keine Zellen. Und man sollte die Blutversorgung des Ovars, die zweifach ist, einmal kommt sie vom Uterusseite und einmal kommt sie von höher ab, aus dem Bandapparat, was wir Ligamentum suspensorium nennen, mit ungefähr 2 cm Abstand nehmen, um eben eine komplette Entfernung der Ovarien zu garantieren. Ich würde das gerne mit ein paar Bildern illustrieren, was das alles bedeutet. All das sollte wieder im Bergebeutel entnommen werden, damit auch da wieder keine Abschilferung von Zellen stattfindet. Erst als Schemazeichnung muss ich mich entschuldigen, das sind vermutlich amerikanische Dias. Glaube ich, kann das auf den Point herstellen. Hier ist also der Eileiter mit diesen sogenannten Fimbrien, das ist das Ovar. Hier ist die Verbindung zum Uterus, hier muss es abgenommen werden und das ist dann die Blutversorgung von Kranial und man müsste sozusagen 2 cm höher als das abnehmen. Wie sieht das im Situs aus, bei der Laparoskopie? Normaler Uterus, Eileiter, weiß hier das Ovar. Wollte da vielleicht diese Blutversorgung zeigen, die von Kranial kommt. Das wäre dann hier, dieses Ligament, wo die Gefäße verlaufen. Und hier ist es eigentlich sehr schön dargestellt. Manchmal ist das schwierig, oder nicht schwierig, aber manchmal ist es relativ nah an dem Harnleiter. Und dann ist es immer gut, das Bauchfell zu öffnen, um mehr Platz zu erhalten. Eine Frage ist,
Bei diesen risikoreduzierenden Operationen ist es nötig, auch den Uterus zu entfernen. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage für die potenzielle Erleichterung einer postoperativen Hormonersatztherapie, aber auch, weil es Daten gibt, wo möglicherweise BRCA1 ein leichtes erhöhtes Risiko haben für ein tatsächlich hochgradiges Endometriumskarzinom, also ein Uteruskarzinom. Das ist unklar nach wie vor, da Nachfolgestudien gezeigt haben, dass dies noch möglicherweise diese leichte Erhöhung, leicht erhöhtes Risiko durch Tamoxifennahme, eben bei Patienten, die schon Brustkrebs hatten, bedingt war. Das heißt also, wenn man kontrollierte für die Tamoxifennahme, war kein erhöhtes Risiko mehr vorhanden. Nach amerikanischen Guidelines ist es so, dass wir das immer mit unseren Patienten diskutieren und quasi die Daten darlegen, und dann im Gespräch zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Eine Hysterektomie ist immer eine leicht größere Operation als nur eine Entfernung von Uterus, Entschuldigung, von Ovarien und Eileiter. In der Regel muss ich ganz ehrlich sagen, in unserer Praxis haben wir das normalerweise nicht gemacht, also nur die Ovarien und Eileiter entfernt, nicht den Uterus. Nach der Operation ist wichtig die pathologische Aufarbeitung, und das ist dasselbe in den USA und in Deutschland, dieses sogenannte CFEM, Sectioning and Extensive Examining of Fimbriated Ends. Das ist ein sehr gründliches, serielles Schneiden und eine komplette Untersuchung der gewonnenen Tuben und gerade dieser Fimbrien wieder. Und hier ist ein Cartoon dessen, dass man eben in der Tube tatsächlich Cross-Section, also den Durchschnitt, Querschnitt, so heißt es auf Deutsch, und in den Fimbrien diese längsorientierten Schnittebenen. Grund, dass diese Fimbrien wieder so dezidiert beobachtet werden, ist wiederum, da das der Hauptort der Karzinomentwicklung ist. Auch wenn das Ovar normal aussah, und auf Ultraschall oder intraoperativ kann es sein, dass in je nach Studie bis zu 10% okkulte, invasive Karzinome tatsächlich vorhanden sind, die dann eben gefunden werden in dieser gründlichen pathologischen Aufarbeitung. Es kann auch sein, dass in 5 bis 8% Vorläuferstufen, sogenannte intraepitheliale Karzinome, die also noch nicht die Barriere des Epithelverbands durchbrochen haben, also noch nicht invasiv sind, dass diese gefunden werden. Die Risikoreduktion ist also eine Risikoreduktion, keine Eliminierung für Oralkarzinom, ist 80 bis über 90%. Es besteht ein Restrisiko auf bis zu 4,3%, wieder je nach Studie, deshalb kommen diese merkwürdigen Zahlen zustande, für ein primäres Peritonealkarzinom. Und die Risikoreduktion für Brustkrebs um ungefähr 50%, auch breiteste Studienlage, unklar, wie viel wirklich die Risikoreduktion ist. Auf jeden Fall sicher scheint aber zu sein, dass eine besteht, einfach aufgrund der Hormonsuppression. Wollte kurz eingehen auf diese intraepithelialen Karzinome, also die, die noch nicht invasiv sind, die noch nicht den Epithelverband durchbrochen haben, die sogenannten Sticks. Die sind schwer einzuordnen, sind häufig mit einer BRCA-Keimbahnmutation, selten, wenn eben keine BRCA-Mutation vorliegt, haben ähnliche molekulare Marker wie das hochgradig seröse Ovarialkarzinom, P53-Mutation, hohe Proliferationsindex, genomische Instabilität, und sind wahrscheinlich eine der frühen Manifestationen des hochgradig serösen Karzinoms. Was sind die Optionen? Was hat man, kann man machen, wenn man das nun findet? Man würde Bildgebung machen, um auszuschließen, dass da nicht, also CT, dass nicht irgendwelche vergrößerten Lymphknoten oder irgendwelche peritonealen Herde zu sehen sind. Und wenn das nicht der Fall ist, könnte man beobachten, bitte ohne 1025 serieller Beobachtung, wenn man eben keinen Hinweis hat auf ein invasives Karzinom. Man könnte aber auch sagen, okay, da ist ein Risiko, selbst wenn in den Fimbrien diese Stick-Lesions waren, vielleicht hat man schon invasive Karzinomzellen in Lymphknoten. Also empfehlen wir eine sogenannte Staging-Operation, wo wir nach mikroskopischen Ausbreitungen suchen. Ist bisher unklar.
sollte besprochen werden, wiederum zwischen Arzt und Patientin. Es besteht ein Risiko für einen gleichzeitig invasiven Prozess und es könnte eben eine Staging-Operation gemacht werden. Diese Läsionen sind schwierig einzuordnen. Und es gibt auch zu diesen Läsionen eine Vielzahl wiederum von Vorläuferläsionen, was es nicht einfacher macht, sozusagen da sozusagen pauschal zu beraten. Gibt es Alternativen zu diesem prophylaktischen Vorgehen? Zumindest im US-amerikanischen Bereich gibt es zwei große Studien, wo ein zweizeitiges Vorgehen geplant wird, wo man sozusagen die Rationale ist, um die körpereigene Hormonproduktion zu erhalten, also die Entfernung der Ovarien sozusagen weiter nach hinten zu schieben. Genau gesagt, 5 Jahre, um 5 Jahre verglichen mit dem jetzigen Zeitfenster, was empfohlen wird. Und da wird zunächst die Eileiter werden entfernt, wieder mit den Fimbrien, weil eben, wie gesagt, das möglicherweise der Ausgangspunkt des Karzinoms ist. Und dann 5 Jahre danach oder 5 Jahre nach dem gegenwärtig empfohlenen Zeitfenster werden dann die Ovarien entfernt. Bisher ist nur bekannt, dass natürlich diese Entfernung der Eileiter gut vertragen werden. Das ist eine noch kleinere Operation. Aber es gibt noch keine Langzeitdaten, ob das nun ein erhöhtes Krebsrisiko birgt, dieses zweizeitige Vorgehen. Also das muss noch abgewartet werden. Würde also in diesem Fall nur in der klinischen Studie das empfehlen. Nun zum Therapeutischen, also wenn jetzt Erkrankung da ist, das kann, wie gesagt, ein Befund sein eines invasiven Karzinoms okkult in dieser prophylaktischen Operation. Es kann aber auch sein, dass eben ovarialer Tumor da ist mit keiner sichtbaren Ausbreitung, also weder auf präoperativen CT noch bei intraoperativer Beobachtung. Und dann sucht man nach mikroskopischer Erkrankung oder mikroskopischer Ausbreitung auf dem Bauchfell, im Momentum, in den Lymphknoten und wird das so in einem Drittel der Fälle dann auch finden. Die Operation würde dann einschließen in eine systematische Entfernung von Lymphknoten, peritoneale Biopsien, heißt also Biopsien des Bauchfells, Spülzytologie, um eben nach diesen und der Fettschürze, die den Darm bedeckt, um eben nach mikroskopischer Erkrankung zu suchen. Wenn Erkrankung sichtbar ist, entweder wiederum präoperativ CT oder intraoperativ, ändert sich das, dann wird das Vorgehen eine radikale oder eine Zytoreduktion genannt, ein Debulking. Und hier ist wirklich entscheidend, dass man alles, was sichtbar ist, entfernt. Das ist über viele Studien eigentlich immer wieder gezeigt worden, dass je näher man eine Komplettresektion kommt, desto besser ist die Langzeitprognose. Sehr klassisch hier ist eine Studie von 2002 von Bristow et al., wo eben dieser Zusammenhang gezeigt wurde, wie nah kommt man zu einer hundertprozentigen Zytoreduktion und was das dann ausmacht für das Langzeitüberleben. Und hier wird dann 2 Minuten entfernt, bitte. Noch zwei ja, ich bin Minuten. gleich fertig, wird entfernt, was auch immer erkrankt ist. Und das macht das dann zum Teil zu sehr großen Bauchoperationen. Wenn zu viel Erkrankung da ist oder die Patientin andere Komorbiditäten hat, die vielleicht eine so große Operation nicht möglich erscheinen lassen, wurde sowas wie neoadjuvante Therapie eingeführt, wo halt erst Chemotherapie gegeben wird, um das Schrumpfen der Erkrankung und dann eben zu operieren. Vielleicht kann ich in den letzten 2 Minuten noch auf was eingehen, was in den USA zumindest sehr besprochen wurde. Ich glaube, die europäischen Richtlinien sind da schon wieder sehr stark zurückgerückt. Die Rolle der Heated Intracranial Chemotherapy, HIPEC, war ursprünglich eine holländische Studie, die großen Wirbel gemacht hat, die einen Vorteil gezeigt hat im progressionsfreien Gesamtüberleben, Stadium 3 nach Neoadjuvans. Das ist allerdings nur eine nationale Studie, keine internationale Studie. Es ist ein kleiner Gewinn im progressionsfreien Überleben, ein großer Gewinn. Gesamtüberleben, was immer ein bisschen merkwürdig ist von der Studiengestaltung. Und es wurden keine Haltungstherapien berücksichtigt, die ja gerade so relevant sind bei genetischer Prädisposition. Also sowohl die USA als auch Europa, ich glaube Europa noch viel stärker als USA, sind rücken wieder von HIPEC weg.
Und ich glaube, da das jetzt rezidiv ist, kann ich dann damit beenden und mich bedanken. Ja, vielen Dank für die Daten, die Sie ja auch aus den USA mitgebracht haben. Ja, ein paar Sachen sind tatsächlich in Deutschland noch ein bisschen anders. Das ist in der Tat wahr. Eine persönliche, also eine Frage nochmal zu dem Thema der Eileiterentfernung. Wie häufig wird es jetzt in Deutschland oder wie wird dazu aufgeklärt bei den Patientinnen und wie häufig wird das jetzt eigentlich schon in der Regel angewendet? Zweizeitig vorgehen. Erst Eileiter und dann die Ovarien. Zweizeitig ist das, was Sie meinen. Also in den USA nur in Studien, nur in klinischen Studien. Müsste ich meine deutschen Kollegen fragen, ob das in deutschen Häusern schon anders gemacht wird. Aber also ich persönlich würde sagen, nur in Studien. Aber sehen, Das was das ist in Forum sagt. Deutschland auch so der Tenor. Also es gibt natürlich die Überlegungen, um die Hormonproduktion zu erhalten, aber es gibt ja keine Langzeitdaten, ob die onkologische Sicherheit gegeben ist. Und das ist durchaus die Sorge, dass dann sozusagen die Zweit-OP etwas in den Hintergrund rückt und möglicherweise auch vergessen wird, sodass im Moment der Tenor ist in Studien, aber das durchaus untersucht werden soll, um eben vor allem den jungen Frauen, die erkrankte Angehörige in jungen Jahren haben und da auch schon sehr früh vielleicht mit dieser OP-Möglichkeit konfrontiert sind, um denen da eine gute Option an die Hand geben zu können. Aber Tenor ist ganz klar Untersuchung in Studien. Alles klar. Dankeschön. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, das, was jetzt vielleicht auch nochmal wert als jemand, der relativ häufig dann auch die Frauen hier bei uns berät, natürlich ist eigentlich die Empfehlung und auch die Datenlage ganz klar dafür da und das gibt auch die gesamte Literatur. Ich habe jetzt auch nochmal für die Vorbereitung jetzt heute auch nochmal so ein bisschen gestöbert, diese Entfernung der Eierstöcke und Eileiter. Aber natürlich sind wir ja nun in Deutschland auch in der Luxussituation, dass wir als Gynäkologen ja immer die Frau insgesamt sehen. Und es ist natürlich so, wenn wir Patienten haben, die zum Beispiel einen ganz ausgeprägten Uterusmyomatosus, zum Beispiel mit Blutungsstörung oder eine ausgedehnte Adenomyose haben, ja, sodass also der Uterus auch zum Beispiel krank ist. Und ich glaube, das hat der Herr Renz gemeint mit der Individualentscheidung, dann muss man natürlich schon auch mal darüber nachdenken, ob die Frau nicht vielleicht auch durchaus gut daran tut, den Uterus mit aufzugeben. Denn das vielleicht auch das ein wichtiger Punkt, der angesprochen ist. Stichwort Hormonersatz. Diese jungen Frauen, die natürlich belastet sind in ihrer Lebensqualität von der Situation danach, bekommen ja alle einen Hormonersatz. Und in dem Moment, wo der Uterus vor Ort ist, und das ist er natürlich bei den meisten, brauchen die Patienten dann meistens eine Pille oder eben eine Hormonersatztherapie, damit kein Endometriumkarzinomrisiko steigt, wenn man nur Östrogen gibt. Umgekehrt, wenn die Patientin keinen Uterus mehr hat, und ich glaube, das ist wichtig auch im Verständnis für die Patientin, dann bekommen die Patienten natürlich nur Östrogen. Dieses Östrogen ist extrem wichtig für die Lebensqualität, aber für die Knochendichte, für die Senkung des Schlaganfallsrisikos, für die Lust, also für viele Dinge, die, sage ich mal, sicherlich auch für die Frauen ganz entscheidend wichtig sind. Wir haben jetzt gerade noch mal etwas kontroverse Daten gesehen bezüglich des Ovarialkarzinomrisikos und Hormonersatztherapie, aber ich glaube, das ist dann ja nicht mehr das Thema, sondern das, was wichtig ist, und da sind heute sich doch viele Kollegen relativ einig, dass das Mammakarzinomrisiko, was ja für die BRCA-positiven Patienten auch wichtig ist, wird durch die Einnahme der Östrogene gesenkt, während wir durch die Einnahme einer kombinierten Hormonersatztherapie eine Erhöhung des Risikos haben. Und das heißt, wir haben also immer ein gewisses Spannungsfeld, über das wir natürlich mit den Frauen in der Aufklärung auch reden müssen. Ich glaube, das nur der Vollständigkeit halber vielleicht da nochmal dazu gesagt. Deshalb ist natürlich der Ansatz verlockend, nur die Eileiter. Und das, Ernst hat es auch im Nebensatz gesagt, aber wir wissen heute, dass das Risiko zum Beispiel bei allen Frauen, die sterilisiert sind, selbst wenn nur ein kleines Stückchen vom Eileiter entfernt ist, statistisch auch gesenkt wurde. Das heißt, an der Story mit dem Eileiter ist sicherlich etwas dran, aber wir haben eben noch nicht genügend Evidenz, um das so zu empfehlen. Ja. Alles klar. Dankeschön. Dann können wir ja bei Ihnen mit Ihrem Vortrag auch fortfahren. Genau, wunderbar. Ich Ja. lade mal meine Dias hoch. Dankeschön. So, also ich hoffe, dass es und würde diese Dinge dann auch gleich nochmal, vielleicht, ich habe diese Abbildung nochmal aus der europäischen Guideline mit reingenommen. Ich nehme an, Sie weisen darauf hin, aber ich fand es vielleicht so als Vorgriff nochmal ganz interessant, wenn wir jetzt mal hier auf die
auf die zweite, auf die dritte und auf die vierte Zeile nochmal gehen und hier mal nur das Risiko für die Eierstockkarzinome sehen, da muss man sagen, die BRCA1 mutierten Patienten haben immerhin ein 40- bis 60-prozentiges Lebenszeitrisiko, bei den BRCA2 mutierten ein 15- bis 30-prozentiges Risiko. Und wenn wir das jetzt mal mit der normalen weiblichen Gesamtbevölkerung vergleichen, die ein Lebenszeitrisiko von 1,3% hat, dann ist das natürlich etwas, was sozusagen auch gerade das Bett bereitet für das, was wir gerade gehört haben, Stichwort der prophylaktischen Operation, weshalb das so wichtig ist. Und in Deutschland spielt das Ovarialkarzinom schon durchaus mit einer Inzidenz von knapp 8.000 Fällen immer noch eine Rolle. Das Mammakarzinom natürlich mit Weitem, das waren 2021er, das sind so die neuesten auch in der Leitlinie jetzt verfügbaren Zahlen. Ich glaube, es gibt inzwischen die 22er Zahlen, aber ich habe es einfach nochmal von der Zahl mitgenommen. Und das, was wir heute sehen, und das ist ganz wichtig in dem Verständnis meines Vortrags jetzt, deshalb habe ich das hier nochmal versucht mitzunehmen, dass im Grunde genommen beim Ovarialkarzinom wir in der Hälfte der Fälle, kann man wirklich sagen, 50%, vielleicht sind es in ein paar Jahren mit noch mehr Arbeit noch ein bisschen mehr, eben doch 50% der Patienten in irgendeiner Form eine Beeinflussung der sogenannten DNA-Reparatur haben. Ohne darauf näher einzugehen, natürlich sind da auch die 15% keimbaren mutierten BRCA-Mutationsträger dabei, aber wir haben eben einen nicht unerheblichen Anteil von Tumor-BRCA-mutierten Patienten, die dafür eine Rolle spielen. Und wir haben ein Viertel der Patienten, die irgendwelche DNA-Reparaturdefekte haben, die wir nur zum Teil verstehen oder noch gar nicht verstehen. Aber das bedeutet, die Hälfte der Patienten weist Defekt in der DNA-Reparatur auf. Und was passiert bei der normalen Erkrankung? Patienten nach einer Erstlinientherapie, und das sind jetzt hier die fortgeschritteneren Stadien, haben je nach dem Erfolg unserer Therapie ein relativ langes Intervall, wo sie keine Rezidive haben. Das Problem des fortgeschrittenen, also höhergradigen Ovarialkarzinoms ist aber natürlich die Rezidivneigung, die eben doch relativ hoch ist. Und das versuchen wir mit einer Verbesserung der Therapie und der maßgebliche Quantensprung nach vielen Jahren und fast Jahrzehnten, wo wir nur zwei Substanzen in der Chemotherapie, wir haben versucht, ein bisschen eine neue Chemotherapie dazu zu nehmen und wir haben versucht, hier noch ein bisschen was dazu. Aber der eigentliche Quantensprung in der Verbesserung der Prognose waren die PARP-Inhibitoren. Was sind PARP-Inhibitoren? PARP-Inhibitoren sind im Grunde genommen eigentlich Enzymhemmstoffe. Und zwar von einem, dieses PARP ist ein Enzym, was eine Einzelstrangfraktur, die im Grunde genommen in der DNA ganz regelmäßig passiert, wenn wir heute in die USA fliegen, wenn wir heute zu lange in der Sonne sind, dann kommt es zu DNA, also Erbsubstanz-Einzelstrangbrüchen. Normalerweise sind wir in der Lage, diese Einzelstrangbrüche zu reparieren, über diesen Doppelstrang, dann die sogenannte Doppelhelix wieder komplett zu machen und alles ist wieder in Ordnung. Das Reparaturenzym heißt PARP. Und wenn wir einen Defekt, und das ist das Problem der BRCA-Mutierten, in dieser Doppelhelix-Reparatur haben und in der sogenannten homologen Rekombination, das ist das, dass hier ein Scanner über die reparierte Einzelstrang-DNA fährt und dann eine zweite DNA-Matrize quasi wiederherstellt. Wenn wir also die Kombination haben aus diesem Defekt und eben dieser Substanz, dann kommt es zum Absterben vor allem der Tumorzellen. Das ist also im Grunde genommen das andere. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die noch heftig diskutiert werden, ob das hier eingefangen wird, dieses Enzym und so weiter. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und das, was wir vielleicht als allererstes, Entschuldigung, ich gehe nochmal langsam zurück, in der Primärtherapie, ich sage nachher noch was zur Rezidivtherapie, dann ist eines relativ klar, in den frühen Stadien, und das bedeutet, das sind die Stadien, die auf das kleine Becken begrenzt sind. Da gibt es eigentlich nur eine Gruppe, nämlich die Gruppe der ganz, ganz, ganz frühen Stadien, die wir so früh als irgend möglich, und das gelingt uns leider nicht häufig, nämlich ein Ovar, keine durchgebrochenen Tumorzellen, häufig Zufallsbefunde entdecken, die brauchen keine Chemotherapie. Aber alles, was darüber ist, braucht eine platinhaltige, meistens auch Kombinationschemotherapie aus zwei Substanzen, Carboplatin und Paclitaxel. Das gehört zu den wirksamsten Substanzen, die wir in der Gynäkologie haben, nicht nur in der Gynäkologie. Aber das ist ganz wichtig.
Und dann kommt es darauf an, ob wir diese Substanzen kombinieren, so wie es hier dann alle von Ihnen, die vielleicht betroffen sind oder das in der Familie haben, haben schon mal den Ausdruck FIGO 3, FIGO 4, das sind die Stadieneinteilungen gehört. Und dann ist im Grunde genommen eben die sogenannte Kombinationstherapie in der Erhaltungstherapie, nämlich eine Chemotherapie plus Bevacizumab. Und dann kommt es nach Ende der Chemotherapie eigentlich zur Qual der Wahl, nämlich zur Erhaltungstherapie, entweder mit Bevacizumab alleine oder einer Kombination aus Bevacizumab und PARP-Inhibitoren oder eben einer Studienteilnahme, dazu wird der Herr Ambruster nachher was sagen, oder zu einer PARP-Mono-Erhaltungstherapie. Und ich habe Ihnen hier einfach mal, damit Sie diese Substanzen mal gehört haben, die drinstehen, die im Grunde genommen heute eben zugelassen sind. Da ist zum einen das Niraparib, da ist das Olaparib und das Bevacizumab. Das Bevacizumab ist inzwischen von verschiedenen Firmen erhältlich. Das Zejula ist noch nicht frei. Das Olaparib ist auch noch im Patent. Am Ende ist im Grunde genommen aber eigentlich wichtig, dass Sie wissen, dass hier diese Substanzen natürlich unterschiedliche Einsatzbereiche haben in der Zulassung bei den fortgeschrittenen Substanzen. Und ich will Ihnen mal zeigen, woher das kommt. Wir haben inzwischen alleine 4 Studien nur für die Primärtherapie, die sich zum Teil erheblich unterscheiden. Ich will da gar nicht drauf eingehen. Bei der Solo-1-Studie sind nur BRCA-mutierte Patienten eingeschlossen worden. Bei der Prima-Studie wiederum war eine Studie, wo eben Niraparib über 3 Jahre versus Placebo eingesetzt wurde und kein Bevacizumab, alles Patienten, die entweder eine Metastasierung aufwiesen oder eine beginnende Metastasierung in der Pleura oder eben auch nicht komplett tumorfrei operiert wurden. Dann die Paola-1-Studie, das waren Patienten, die eine Kombination aus Olaparib und Bevacizumab erhalten haben und Daten, die aber noch keine Zulassung haben, die Athena-Studie, ein weiterer PARP-Inhibitor, also der dritte, den wir zugelassen in der platinsensiblen Rezidivsituation haben, nämlich Rucaparib. Und das, und da will ich gar nicht so groß drauf eingehen, aber ich will Ihnen nur mal zeigen, hier im Vergleich ist das, was wir erreichen können, ohne den PARP-Inhibitor 13 Monate. Und hier drüben sehen Sie die Zeit bis zum Eintreten des Rezidivs 56 Monate. Und ich glaube, jeder von Ihnen, ich will nur mal bei dieser Spalte bleiben, sieht, welchen enormen Effekt wir erreichen können. Hier sind es 31 versus 11 Monate, 37 versus 21. Diese kann man nicht direkt vergleichen, weil es unterschiedliche Studien sind, die nicht gegeneinander verglichen worden sind. Aber wir haben jetzt die ersten Studien hier, PARP-Inhibitor, auch mit einem insgesamt Überlebensvorteil. Das heißt, die Patienten leben definitiv deutlich länger. Und zwar hier so lange, dass wir in der Studie, in der Nachbeobachtungszeit eben noch mehr als 50% der Patienten haben, die leben und dann auch die Folgetherapien positiv beeinflusst werden. Sie sehen hier violett immer das, was mit Olaparib behandelt wurde und ähnliche Daten dann auch für die sogenannte HRD-positive Subgruppe. Dazu zählen auch die BRCA-Mutierten, also die, die einen Defekt in der homologen Rekombination, das sind auch die BRCA-mutierten Patienten und die leben insgesamt auch in der Kombination aus Olaparib und Bevacizumab länger. Vor allem groß der Effekt sehen Sie hier für die BRCA-Mutierten, die ja heute wahrscheinlich unser Hauptthema sind, deshalb habe ich es mit reingenommen. Und hier oben, dazu werden wir noch was sagen, das ist unser Vorgehen heute. Wir prüfen natürlich, ob der Einschluss in die Studien, die Ihnen jetzt gleich der Herr Armbruster vorstellen wird, möglich ist. Und wenn ja, dann nehmen wir Sie natürlich gerne in die Studien rein. Ansonsten haben wir hier heute, je nachdem, ob die Patientin Bevacizumab erhalten kann oder nicht. Wir haben zum Beispiel eine Patientin mit einem Kunstherz, die kann kein Bevacizumab erhalten. Dann bekommt die Patientin nach einer Chemotherapie im Falle der BRCA-mutierten Situation entweder Olaparib alleine oder Niraparib oder Rucaparib nach Kostenübernahme. Und was geht oder wie geht es weiter? Auch dazu werden wir sicherlich nachher noch was hören von einem Armbruster. Es gibt neue Sterne am Firmament, Stichwort Immuntherapie. Da ist das letzte Wort noch nicht besprochen. Die Nachsorge ist etwas, was wir nachher vielleicht noch diskutieren. Wir haben schon die ersten Beantwortungen gehört. Wir haben gehört, dass eine alleinige Tumormarkerkontrolle in der Nachsorge heute immer noch keinen klaren Benefit gezeigt hat. Das heißt, der Dreh- und Angelpunkt einer Nachsorge ist und bleibt immer noch die klinische Untersuchung, die Anamnese,
die Beschwerden, die die Patientin mit der Therapie, gerade jetzt in Zeiten der Erhaltungstherapie, 2 oder 3 Jahre Erhaltungstherapie, das heißt, die Patientin hat natürlich Nebenwirkungen, die müssen wir mit ihr besprechen, die hat Sorgen, Nöte, soziale Probleme, all diese Dinge müssen wir besprechen. Und erst wenn wir den Verdacht auf Rezidiv haben, dann eine Bildgebung, dann auch die Tumormarker und andere Labore, das ist ganz, ganz wichtig, sich das klarzumachen. Und wenn dann der Fall leider eines Rezidives eintritt, dann ist die Frage, ist es eine Patientin, für die Platin nochmal in Frage kommt? Also ist die letzte Platintherapie länger als 6 Monate her? Wir können prüfen, ob wir nochmal operieren oder eben hier wieder eine Kombination aus einer platinhaltigen Chemotherapie, das heißt also Carbocelix oder Carbogenza oder Carbopacli, das sind also so die 3 klassischen Substanzkombinationen und danach haben wir 3 zugelassene PARP-Inhibitoren, die wir schon aus der Primärtherapie jetzt eben kennengelernt haben, die wir dann als Erhaltungstherapie eingesetzt haben. Und das, was sich bisher überhaupt nicht durchgesetzt hat, ist die Immuntherapie. Wir haben inzwischen viele Studien Immuntherapie. Sie sehen das hier drüben. Die haben zu großen Teilen vorher Bevacizumab gehabt. Aber wir können bei den randomisierten Studien bisher keinen, wir haben jetzt gerade auf dem ASCO noch wieder Daten gesehen, dass die Hinzunahme von einem Immuncheck-Inhibitor keinen wirklichen Benefit bringt. Eine Frage, die noch nicht abschließend beantwortet ist und deshalb insgesamt sowohl in Deutschland als auch international eher zurückhaltend betrachtet wird, PARP-Inhibitoren nach PARP-Inhibitoren. Hier gibt es eine BRCA-mutierte Kohorte und zwar hier oben dargestellt. Es scheint so zu sein, dass ein Benefit vorliegt, aber bitte 4,3 versus 2,8. Hier muss man ganz klar sagen, die Kurven laufen lange zusammen. Das ist also etwas, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und als letztes, ohne Sie jetzt auch unnötig überstrapazieren zu wollen mit diesen Kurven, die gefährlichste und auch die unangenehmste Gruppe, das sind die, wo das tumorfreie Intervall natürlich unter 6 Monaten, das sind Schreibfehler hier, ich gehe gleich weiter, dass man es gar nicht mehr sieht. Sie sehen das hier oben, also das letzte Therapieintervall mit Platin ist weniger als 6 Monate her. Und hier hatten wir bis zum letzten Jahr eigentlich nur diese 3 Dinge. Nur in den seltensten Fällen haben wir operiert. Manchmal haben wir strahlentherapiert und ansonsten blieb eigentlich in aller Regel nur die Monochemotherapie. Manchmal, wenn das Beva noch nicht gegeben wurde, dann haben wir Beva gegeben oder wir haben mal Tamoxifen oder den Aromatasehemmer gegeben. Kostet nichts, macht kaum Nebenwirkungen, wirkt aber durchaus effektiv in dieser Situation. Und die Patienten mussten alle palliativ angebunden werden. Und heute haben wir 2 Optionen, in Form eines ADCs. Ich will Ihnen aber auch noch zeigen, eine interessante Studie, die jetzt letztes Jahr gezeigt worden ist bei BRCA-positiven Patienten. Sie sehen das hier oben. Und diese Patienten sind dann auch in der sogenannten platinresistenten Situation. Sie sehen das hier oben, natürlich nur Hypothesen generierend, aber trotzdem interessant, sodass ich es Ihnen zeigen wollte. Immerhin mit Platin-Reinduktion, obwohl sie nach unserer Definition eigentlich kein Platin mehr bekommen. Und jetzt schauen Sie mal sich hier oben an, Platin-Reinduktion bei platinresistenten Patienten. Und welch Wunder, 46,7 wurden reinduziert. Und wir haben im Gegensatz zu den anderen, die ein PFS von 4 Monaten hatten, auch in der sogenannten platinresistenten Situation doppelt so lange Platin-Ansprechraten gesehen, also Hypothesen generierend, aber vielleicht etwas zum Nachdenken. Und die Mirasol-Studie, die hat uns in der Szene der Therapeuten sehr aufgewühlt, weil die ADCs hier eine Substanz mit einem echten Zungenbrechernamen Mirvetuximab, so Raftansin, liebevoll in der Szene als Mirv bezeichnet, im Grunde genommen etwas erreicht hat, nämlich einen prognostischen Vorteil sowohl im progressionsfreien Überleben als auch im Gesamtüberleben und auch in der Ansprechrate. Sie sehen das gegenüber der alleinigen Chemotherapie, 16% Ansprechrate hat diese Substanz für 43% Ansprechrate gezeigt und das führt zur Zusammenfassung. Also ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wir müssen beim Ovarialkarzinom 2 Säulen bedienen. Operation hat Ihnen Herr Renz sehr schön gezeigt. Danach kommt die Systemtherapie. Nur in der Zusammenaktion können wir erfolgreich sein. Die PARP-Inhibitoren haben einen Quantensprung in der Prognose oder bedeuten das im Grunde genommen heute. Deshalb in der fortgeschrittenen Primärtherapie der FIGO-Stadien 3 und 4 nicht mehr wegzudenken, entweder als Monotherapie oder in Kombination mit Bevacizumab.
Und in den platinsensiblen Rezidivsituationen haben wir drei zugelassene Substanzen. In der platinresistenten Situation ist es immer noch die Chemotherapie oder jetzt eben zwei neue sogenannte Antikörperkonjugatwirkstoffe. Das bedeutet, am Antikörper ist Chemotherapie dran, können wir vielleicht gleich nochmal schauen. Und es gibt neue Substanzen, die kommen werden. Und damit gebe ich zurück und vielleicht gibt es auch schon die ersten Fragen, die wir hier sehen. Ja, besten Dank, Professor Ruckhebele. Sie haben ja tatsächlich einen großen Bogen gespannt über die Erstlinie bis hin zum Rezidiv. Wer noch ein bisschen mehr dann zum Rezidiv erfahren möchte, dafür ist dann auch die nächste Veranstaltung nochmal ein Themenschwerpunkt, aber auf alle Fälle schon mal sehr spannend, das, was Sie schon gezeigt haben, auch die abgeschlossenen Studien, die ja präsentiert worden sind. Ja, zeigen auf alle Fälle viel Hoffnung und Absolut. Und das ist das. eigentlich das, was ich Ihnen auch demonstrieren wollte. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen bei Ihnen ankommt, im Grunde genommen vor allem bei den Patienten ankommt, dass wir im Grunde genommen über viele Jahre doch eigentlich sehr verzweifelt, manchmal auch bei den fortgeschrittenen Stadien waren, zwar manchmal Achtungserfolge erreicht haben, aber diese Langzeitverläufe, die wir heute sehen, wo Patienten auch nach 3 oder 4 Jahren noch in einer Erkrankung, die primär schon pleurale Metastasierung, lymphatische Metastasierung aufwies, dass diese Patienten auch nach 3 oder 4 Jahren tumorfrei ohne Rezidiv sind, das ist etwas, das macht uns allen, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, egal ob in Stanford, Berlin oder Düsseldorf, sehr einig. Das ist etwas, was, glaube ich, wirklich ein großer, großer Vorteil für die Patienten und natürlich damit auch für uns Therapeuten ist. Ja. Genau. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, alles rund um ich sag's mal, neueste Therapieansätze und Methoden, auch eben bis hin zur dritten Säule der Erhaltungstherapie, die ja an den Leitlinien auch aufgenommen ist und eigentlich den Patientinnen angeboten werden sollte. Sind bei uns hier in der aktuellen neuesten Ausgabe unserer Eierstockbrett-Broschüre enthalten. Also das ist wirklich ein total neues Update, ist erst jetzt vor wenigen Wochen quasi neu gedruckt worden. Können Sie sehr gerne auch bei uns kostenfrei bestellen. Und da sind auf alle Fälle auch einige Ansätze von Ihnen mit abgebildet. Also vielen, vielen Dank. Stellen Sie gerne weiter Ihre Fragen im Chat. Ich würde sagen, Sie haben ja jetzt schon die Brücke des Öfteren zum unserem Studienportal, zu den Studien, klinischen Studien gebracht. Dass es überhaupt zu Studien kommt, gibt es ja immer einen größeren Prozess und den würde uns gerne Herr Dr. Armbrust vorstellen, welche Studien jetzt aktuell denn überhaupt zur Verfügung stehen, wo Sie noch teilnehmen können. Bitte. Genau, ja, vielen Dank, liebe Susanne. Vielen Dank auch erstmal meine Vorredner und dass vor allem es so viele Zuhörerinnen geschafft haben, an dem schönen Sommertag, der, glaube ich, in Deutschland in diesem Sommer rar ist, nochmal zuzuhören und zuzuschauen. Und was, glaube ich, schon wirklich sehr gut hervorgekommen ist durch meine Vorredner, ist die Tatsache, dass sich die Therapielandschaft wirklich grundlegend verändert hat. Allerdings, und das glaube ich, kann man mittlerweile auch in Deutschland ganz, ganz selbstbewusst sagen, hängt das vor allem davon ab, wo man behandelt wird. Und das ist auch so ein bisschen direkt mein Appell. Und ich glaube, da spreche ich auch sozusagen in der Melodie meiner Kollegen. Es ist doch wichtig, wo man therapiert wird und wie man behandelt wird, gerade weil die Therapielandschaft sich so stark revolutioniert hat. Angefangen eigentlich das gesamte Spektrum Diagnostik, Therapie, Nachsorge, Operation, das haben wir alles gehört, diese Bestandteile schon, die manchmal auch für Gynäkologen und Onkologen, Gynäko-Onkologen nicht so leicht zu verstehen sind. Deswegen mein Appell, Sie haben als Patientin das Recht, sich mehrere Meinungen einzuholen. Sie können an Zentren gehen und es muss auch nicht das Krankenhaus sein, was direkt um die Ecke ist und vielleicht so schön ist, sondern es soll ein qualitativ gutes Zentrum sein. Und da gibt es ja durchaus auch aus der Politik mittlerweile viele Strömungen, die das möglich machen. Mein Thema sind Studien. Und wir haben gerade in dem Vortrag von dem Herrn Ruckheber schon ganz viele Studien gesehen. Und diese Studien sind für uns enorm wichtig, weil wir ohne diese Studien keine neuen Therapiestandards definieren können. Und eine ganz wichtige Botschaft ist die, dass Studien für Sie als Patientinnen Vorteile haben. Also nicht nur für uns,
als Behandler, als Wissenschaftler, als sozusagen Ärzte, sondern es gibt generelle Empfehlungen von der Deutschen Krebsgesellschaft eigentlich auf der ganzen Welt, bestimmt auch in den USA, dass Patientinnen, die in Studien behandelt werden, besser behandelt werden. Ja? Weil es gibt eine ganze Reihe von Studien, es gibt unterschiedlichste Arten von Studien. Da können wir auch nochmal, haben wir auch in einer der anderen Bracker-Touren, habe ich da auch schon mal ein bisschen drüber was erzählt, was es eigentlich alles gibt. Und wie sie als Patientin so einen Weg in so einer Studie haben. Aber ganz grundsätzlich, wenn sie gefragt werden oder darauf angesprochen werden, nehmen sie das an und im Gegenteil fragen sie sogar danach. Ein gutes Zentrum definiert sich maßgeblich auch über die Tatsache, dass Studien angeboten werden, Studien durchgeführt werden. Und alle Ärzte, die das auf dem Niveau machen, reden darüber auch gerne offen und sehen das eher als was Positives an, dass sie als Patientin in diesen Studien teilnehmen wollen. Sie werden intensiv betreut, sie werden regelmäßig untersucht, sie werden sogar sehr engmaschig untersucht, werden eben häufig sogar mit Untersuchungsmethoden untersucht, die sonst gar nicht so unbedingt der Standard sind. Ob das immer besser ist, ist eine andere Frage, aber sie werden sehr engmaschig betreut, zum Beispiel in diesen ganzen großen Medikamentenstudien. Da werden sie sehr häufig auch in Bezug auf ihre Lebensqualität befragt, wie sie die Medikamente vertragen. Sie werden regelmäßig mit Fragebögen versorgt und dadurch entstehen schon auch im Therapiebegleitungsprozess neben der Studie selber viele, viele wichtige Informationen für uns. Und wir wollen auch in diesen Studien auch nicht unbedingt immer was Neues rausfinden, sondern wir wollen manchmal auch wissen, ob das, was wir machen, richtig ist, ob das gut funktioniert, ob das in der echten Welt sozusagen gut ankommt. Und manchmal dient das auch einfach der Datengewinnung. Also es gibt sogenannte Registerstudien, davon werde ich eine vorstellen, wo ihre Daten einfach quasi erfasst werden anonym, wo sich ein großes Register erstellt, zum Beispiel aus etwas selteneren Tumorerkrankungen oder auch sowas wie BRCA-Genveränderungen, die vielleicht noch darüber hinaus wichtig sein könnten. Deswegen, das ist mein Ansatz. Und wie gesagt, wir haben beim Ovarialkarzinom, das klang gerade schon an, eine Erfolgsgeschichte hingelegt in den letzten Jahren, die uns wirklich regelmäßig sozusagen gefreut hat, weil eben, wie ja schon ein bisschen angedeutet wurde, das Ovarialkarzinom ist eine komplexe Erkrankung und das wird auch immer so bleiben. Das fängt eben schon bei der Früherkennung an, das hatte der Herr Renz ganz gut rausgearbeitet. Wir haben einfach keine gute Möglichkeit der Früherkennung. Und dieser Strom an Medikamenten und neuen Substanzen, der in den letzten Jahren sozusagen hier auf uns zukam, der hat uns dazu geführt, dass der Standard verändert wurde, international, national sowieso. Die Leitlinien wurden sehr schnell überarbeitet und das hat wirklich, glaube ich, auch fühlbar in der Realität schon ein Ausblick. Aber wie gesagt, das hängt ein bisschen davon ab, wo sie therapiert werden. Ich habe es nochmal ganz unwissenschaftlich Ihnen mitgebracht. Die Therapie beim Ovarialkarzinom, also beim fortgeschrittenen Ovarialkarzinom, besteht aus drei Säulen. Jetzt gibt es unterschiedliche Therapieabläufe, das haben wir auch schon gehört. Aber das ist mir nochmal ganz wichtig. Das sind diese drei Säulen, die in irgendeiner Form auf Sie zukommen. Operation, Chemotherapie und eben Erhaltungstherapie. Noch ein Wort vielleicht zur HIPEC, weil wir darauf auch sehr oft sozusagen von Patientinnen gefragt werden. Die HIPEC, also das bedeutet im Prinzip eine Art von intraperitonealer Chemotherapie, also Chemotherapie in den Bauch, während der OP mit Hitze kombiniert, ist ein Verfahren, was in Deutschland nicht Einzug in den Standard gefunden hat während der Operation und wahrscheinlich bis auf Weiteres auch erstmal nicht in den Standard einfließen wird. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass in der Medizin Dinge, die in der Theorie Sinn machen, wenn man das eben mal bei so einer Operation sieht, wo überall die Krebszellen sein können, denkt man sich, es ist ja toll, wenn überall gleich Chemotherapie oder Hitze hinkommt und die Zellen tot macht. Aber das hat eben nicht unbedingt einen Effekt wirklich auf ihr Überleben. Und zum Beispiel eine Studie, die der Herr Renz angesprochen hat, die kommt ja aus den Niederlanden, die eben, wie wir sagen, positiv war, also die einen Vorteil gezeigt hat. Eine andere Studie wiederum von einem Kollegen aus den USA, die ein bisschen mehr Anklang in der Community gefunden hat, die war eher negativ. Also da gibt es einfach unterschiedliche Ergebnisse und das hat ein bisschen dazu geführt, dass es in Deutschland einfach kein Standard ist. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht die Geschichte weiter? Und das wurde auch schon so ein bisschen angesprochen. Wir versuchen natürlich immer trotzdem die bestehenden Standards irgendwie zu verändern. Und Sie haben von Herrn Ruckherberle schon erzählt bekommen, dass wir quasi die Operation haben, ob sie jetzt direkt am Anfang erfolgt oder in der Mitte nach der Hälfte der Chemotherapie, ist nochmal eine Frage für sich alleine. Aber in der Regel der Fälle eine Chemotherapie angeschlossen wird und daran sozusagen eben entscheiden vom BRCA-Status und vom sogenannten HRD-Status, das ist Ihnen sicherlich auch ein Begriff, dieses Wort, entschieden wird, welche Erhaltungstherapie für Sie sozusagen in Frage kommt. Und die Erhaltungstherapie, das ist eben genau das, was sozusagen das Zünglein an der Waage war in den letzten Jahren, was die Prognose so massiv verbessert hat.
Und das hier ist eine Studie der AGO, also der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, die sozusagen sich die Frage stellt, ob wir die Substanz Niraparib, die Sie ja schon gehört haben, in der Kombination mit dem Bevacizumab auch geben können mit einer gleichen sozusagen Wirksamkeit und einer besseren Wirksamkeit, vielleicht sogar mit einer alleinigen Niraparib-Therapie, abhängig eben vom BRCA-Status, also vom Status, ob sie eine Genveränderung in sich tragen oder ob es eine Veränderung im HRD-Weg gibt. Das ist im weitesten Sinne auch ein Defekt in der Reparatur der DNA. Das haben wir gerade schon gehört. Also hier sieht man schon ganz schön, aufbauend auf bestehende Ergebnisse, auf Sachen, die wir vor ein paar Jahren gelernt haben, eine Weiterentwicklung von so einem Konzept. Und damit Sie auch mal sehen, wie das so abläuft, also Sie werden eingeschlossen in so eine Studie, dann bekommen Sie meistens, also in dem Fall bekommen Sie erstmal Chemotherapie. Und dann werden Sie randomisiert, das bedeutet, Sie werden zufällig in beide Arme verteilt. Und wie gesagt, was immer ganz wichtig ist, Sie sind kein sozusagen Versuchsobjekt, was irgendwie, wo man mal guckt, ob das irgendwie geht. Das sind alles Studien, die als Basis gewonnene, also gesicherte Erkenntnis haben und ihnen natürlich auch kein Nachteil entsteht. Und eine Studie hat auch immer Sicherheitsmechanismen und Sicherheitsanker, wenn zum Beispiel zu starke Nebenwirkungen auftreten oder wenn eben doch wieder erwarten, einer dieser beiden Arme deutlich schwächer sein sollte, dass dann auch mal eine Studie vorzeitig beendet wird, damit eben kein Nachteil für Sie als Patientin entsteht. Wie gesagt, hier sind die zentralen Fragen in dieser Studie. Das ist eine deutschlandweite Studie, die auch noch darüber hinaus wahrscheinlich erweitert werden wird. Können wir eben hier in der Kombination aus zwei Medikamenten, Niraparib und dem Bevacizumab, das haben wir gehört, in der Erhaltungstherapie die gleichen Effekte sehen? Und eben immer die Frage, welcher Einfluss, welche Rolle hat wirklich der BRCA- und HRD-Status? Angefangen hat das ja immer damit, dass wir gelernt haben, BRCA-positive Patientinnen sind anders als Patientinnen, die diese Genveränderung nicht haben, sowohl in der Therapie, das fängt in der Operation schon an, als auch eben in der Prognose. Die zweite Studie, das ist eine Studie sozusagen, die Professor Sihuli initiiert hat, die jetzt gerade, das erste Zentrum, glaube ich, hat gerade eröffnet und die erste Patientin eingeschlossen. Hier in Berlin ist immer ja, wie Sie ja wissen, sozusagen als Hauptstadt immer alles ein bisschen langsamer. Wir lassen uns ja gerne viel Zeit und alles ist ein bisschen komplizierter, deswegen sind wir ein bisschen hinten dran, aber trotzdem, das ist eine ganz, ganz wichtige Studie. Und zwar, da geht es um die Frage, ob man von einer Reduktion der Chemotherapie Zyklen, also das kennen Sie ja auch, die meisten von Ihnen sind ja Patientinnen, Sie kennen Ihre Zyklen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ob man die reduzieren kann auf die Hälfte. Sie sehen in dem unteren Arm, sehen Sie die sechs Kästchen, das sind die sechs Chemotherapiezyklen. In dem oberen Arm sehen Sie drei. Also wir wollen versuchen, die Anzahl an Chemotherapien zu reduzieren, was natürlich weniger Nebenwirkungen, bessere Verträglichkeit auf nahezu allen Ebenen mit sich bringt. Und dann eben in der Kombination wieder mit der Säule 3 der Erhaltungstherapie hier mit dem Medikament Niraparib eben den gleichen sozusagen Effekt auf das Überleben sehen und auf den Zeitraum, bis die Erkrankung wieder auftritt. Also wir Mediziner messen immer einmal, wollen wir wissen, wie lange ist der Zeitraum, bis die Erkrankung wieder auftritt, das sogenannte progressionsfreie Überleben und eben das Gesamtüberleben. Also wie lange lebt man wirklich mit einer Erkrankung? Und das, wie gesagt, auch für fortgeschrittene Tumorerkrankungen, das klassische High-Grade-Karzinom, das kennen Sie im Stadium 3 und 4, also das Gros unserer Patientinnen, aber eben auch die Patientin oder jene Patientin, die besonders anspruchsvoll in der Therapie sind und eben große Operationen und sowieso schon einen sehr großen Therapie sozusagen Aufwand mit sich haben. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Deeskalation steht hier am Rand. Also wir versuchen natürlich auch immer, die bestehenden Therapiekonzepte so anzupassen, dass sie für Sie als Patientinnen verträglicher werden. Ja, also reichen drei Zyklen Chemotherapie aus? Ganz banal gesagt, welchen Einfluss hat diese Reduktion der Chemotherapie auf die Prognose und wie sind die Nebenwirkungen? Und wir sind ganz fest davon überzeugt, dass diese Studie positiv sein wird, haben Sie schon gelernt. Das bedeutet, dass sozusagen das Ergebnis, was wir uns wünschen, auch erreicht wird. Und da sind wir sehr, sehr zuversichtlich. So, jetzt komme ich noch zu einer Mammakarzinom-Studie. Ich bin kein Senologe, deswegen nageln Sie mich bitte nicht darauf fest. Aber ich habe mal aus unserem Studienportfolio von der NOGO diese Registerstudie rausgesucht, weil das, finde ich, auch wichtig ist. Ja, also das ist sozusagen keine Studie, wo eben ein neues Medikament, eine neue OP-Methode oder irgendwas Neues probiert wird, sondern da wird ein bestimmtes Operationsverfahren hier eben alles, was in der Axilla stattfindet beim Brustkrebs, also in der Lymphknotenabflussregion des Mammakarzinoms. Das hat sich ja sehr, sehr viel verändert und ist auch immer weniger geworden, anfangs von allen Lymphknoten rausholen, über Wächterlymphknoten und so weiter und so fort.
in einem Register erfasst. Und diese Registerstudien, die sind wirklich enorm wichtig und die sind am allereinfachsten für Sie, weil da müssen Sie gar nichts machen. Ihre Daten werden anonym erfasst und dadurch können Sie sich ja vorstellen, entstehen hunderte bis tausende Datensätze, die uns dann als Behandler wirklich auch einen Einblick darüber geben, wie ist die echte Welt, was wird wirklich gemacht in allen Zentren in Deutschland. Eben wie ist auch die Adhärenz zu den Leitlinien? Ne? Weil, wie gesagt, man muss leider immer noch festhalten, dass beim Ovarialkarzinom, beim Mammakarzinom ist es nicht ganz so dramatisch, aber beim Ovarialkarzinom immer noch ein nicht zu unterschätzender Teil der Patienten nicht leitliniengerecht therapiert wird. Und das kennen, glaube ich, auch alle hier im Chat anwesenden Expertinnen und Experten. Das tut ein bisschen wirklich in der Seele weh, wenn man sieht, was es eigentlich gibt an guten Therapien oder an sehr wirkvollen Therapien, die dann einfach nicht sozusagen angeboten, gemacht und durchgeführt werden. Und das können Sie halt als Patientinnen und Patienten und Angehörige eigentlich nicht wissen, weil es natürlich super schwer ist, sich darüber zu informieren. Deswegen kann ich auch immer nur wieder mit Stolz sagen, dass wir dieses Studienportal ins Leben gerufen haben, weil das diese Wissenslücke in Deutschland so ein bisschen mit auffangen soll. Sie sind ja, wie gesagt, als Patientin, heute hat ja jeder Google, iPhone, Social Media und das ist unser absoluter Lebensstandard und wird es ja wahrscheinlich auch noch mehr werden, sich auch zu informieren über das Internet und selber auch sozusagen zu schauen, was kann ich eigentlich selber tun. Und dieses Studienportal gibt es mittlerweile für verschiedene Tumorerkrankungen, nicht nur für das Ovarialkarzinom. Abgekürzt für alle wäre das studienportal-gyn.de. Wir haben das eben auch für das Endometriumkarzinom, für das Cervixkarzinom sozusagen etabliert und dann können Sie einmal schauen über Ihre Krebserkrankung selber, was gibt es an Informationen. Das ist eine Initiative von der Deutschen Stiftung für Eierstockkrebs und in Kooperation mit vielen tollen Partnern. Das war nicht leicht, das aufzusetzen. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie einmal sozusagen sehen, was gibt es überhaupt für Studien. Das ist ein bisschen älter hier, das ist also jetzt nicht das Aktuelle. Aber Sie können einmal sehen, was gibt es für Ihre besondere Erkrankungssituation, also Erstdiagnose, Rezidiv, ja, und auch welches Rezidiv. Und Sie können Ihre Adresse eingeben und können schauen, welches Zentrum ist in der Nähe. Weil es gibt gute Zentren in Deutschland, sehr gute Zentren, sogar viele Zentren in Deutschland, die sozusagen die gynäkologische Onkologie auf hohem Niveau anbieten. Und ich kann es nur immer wieder sagen, Deutschland ist, sagen wir mal, eigentlich ein flächenmäßig dann doch überschaubares Land, gerade wieder verglichen mit den USA. Dann sage ich jetzt mal ganz provokativ, würde ich Ihnen lieber empfehlen, fahren Sie 2-3 Stunden mit dem Auto oder der Bahn irgendwo wirklich in ein Top-Zentrum, als, sage ich mal, in einem kleineren um die Ecke. Das sage ich jetzt einfach mal ganz provokativ. Und Sie können hier mit diesem Finder aber auch in einem Umkreis, der Ihnen sozusagen gut erreichbar ist, eine Klinik finden. Es ist ja auch immer so, wir sehen uns zum Beispiel auch in der Charité, wir haben ja viele Patientinnen, genau sicherlich wie auch die Uni Düsseldorf aus ganz Deutschland, immer auch so ein bisschen als Moderatoren der Erkrankung. Also wenn Sie sich zum Beispiel bei uns operieren lassen, können Sie natürlich selbstverständlich die Chemotherapie wohnortnah durchführen lassen und auch zu Ihrer Gynäkologin oder Ihrem Gynäkologen gehen zur Nachsorge oder zu Ihrem Onkologen, den Sie vielleicht seit Jahren kennen, dann für die Rezidivtherapie. Aber wenn es dann zum Beispiel eben um Studien geht, dann kann man wieder schauen, welche Kliniken sind denn hier auch in dem Studienzentrum mit dabei. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir laienhaft versucht haben, oder nicht versucht haben, sondern es laienhaft übersetzt haben, die Studien, was die eigentlich sind. Weil Sie sehen ja, die haben immer so tolle Namen, Paola, Solo, Mamok, Mirasol, Mirova, 1000 tolle Namen. Und Studien, das ist immer ein Akronym sozusagen, was Ärzte sich meistens ausdenken, oder Studiengruppen bei so einer Erstellung von so einer Studie, um die irgendwie fassbar zu machen, damit die einen schönen Namen hat und eben nicht so einen langen Text. Aber das wissen Sie ja als Patientin nicht. Das ist ja wie ein Code, den Sie erstmal entschlüsseln müssen. Und da sehen Sie eben auch auf dieser Seite in sehr, glaube ich, auch verständlicher Sprache, wie die abläuft, die Studie, welche Medikamente untersucht werden und wie auch die sozusagen Studien, wie der Studienablauf ist. Hier nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere ganzen Seiten mittlerweile. Da sind wir wirklich auch relativ aktiv, versuchen viel auch über soziale Medien und wie jetzt über diese BRCA-Tour zu machen. Findet regelmäßig statt. Wir haben noch viele andere Touren, Kreativtouren, Infotouren für Patientinnen und Patienten deutschlandweit mit der Stiftung Eierstockkrebs. Und ja, deswegen vielen Dank erstmal. Und ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr mit den Studien belastet. Aber das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen bringen wir das jedes Jahr immer mit rein. Vielen Dank. Super, danke. Ja, ohne Studien im Endeffekt keine Ergebnisse, keine Fortschritte, die uns hier die Expertinnen und Experten auch vorstellen könnten für Sie.
Und also insofern ist das schon auf alle Fälle immer wieder ein wichtiges Thema. Und ich weiß, ich sehe ja hier so ein paar Namen unter Ihnen, dass einige von Ihnen anwesenden hier Teilnehmerinnen auch schon bei Studien teilnehmen. Also vielen, vielen Dank für die Unterstützung an der Stelle. Genau, weiterhin Fragen stellen im Chat. Herr Professor Rukebele hat auf alle Fälle hier schon fleißig geantwortet. Ich würde vielleicht noch mal eine Frage kurz rausziehen, eine ganz kurze, weil die immer mal wieder auftaucht. Ich fasse das mal kurz zusammen. Gerne. Und zwar die eine Frage war, die PARP-Inhibitoren in der Primärtherapie, die haben eine definierte Laufzeit. Das heißt, im Falle von Olaparib ist es 2 Jahre. Das hat einfach mit den Studien, ich habe es gezeigt, Solo war 2 Jahre und auch die Paola waren 2 Jahre Studiendauer. Und in der Tat ist es so, es gibt Einzelfälle, wo man quasi an die Firma, die ja als Sponsor dahinter steckt, sich wenden kann. In aller Regel ist unsere Erfahrung allerdings, wir haben das in Einzelfällen gemacht, dass das negativ beschieden wird in den meisten Fällen. Beim Niraparib sind es, auch das wieder Besonderheit der Studien, 3 Jahre Therapiedauer in der Primärtherapie und auch danach wird die Therapie beendet. Und wir haben jetzt, und das ist das, was wir im Grunde genommen auf der einen Seite, das kennen wir auch von der Brust, wenn ich das so sagen darf, als jemand, der ja nun beide Welten auch mit betreut, schon relativ gut. Wenn eine Patientin beim Mammakarzinom nach 5 Jahren Tamoxifeneinnahme von uns gesagt bekommt, sie müssen jetzt nichts mehr nehmen, dann ist das so, wie manchmal, wenn man unseren Kindern sagt, okay, ihr sollt jetzt nicht mehr raus zum Spielen gehen, dann ist es besonders schwierig und dann wollen die unbedingt raus zum Spielen gehen. Das heißt, man nimmt ihnen etwas weg, was ihnen ja auch unheimlich Sicherheit gibt. Und das können wir verstehen, aber wir müssen auf der anderen Seite sagen, wir haben natürlich Studiendaten, die eine bestimmte Laufzeit haben. Und dann ist eben das Risiko auch für bestimmte Nebenwirkungen in der Folge deutlich erhöht. Und deshalb wird dann die Übernahme der Kosten von den Krankenkassen auch abgelehnt, um es klar auf den Punkt zu bringen. Das sind ja zum Teil relativ teure und auch nicht nebenwirkungsfreie Therapien. In der Rezidivsituation, auch diese Frage kam vorhin, ist es so, dass im Grunde genommen die Substanzen eingenommen werden in der Erhaltung, bis ein Wiederauftreten der Erkrankung sich breit macht. Das heißt, bis also wir im Grunde genommen wieder neue Lokalisationen mit Tumor finden. Das heißt, da gibt es keine zeitliche Begrenzung der Therapie. Das ist der Unterschied zwischen der Rezidivsituation, wo die PARP-Inhibitoren zuerst zugelassen waren, und in der Primärsituation haben wir limitierte Dauer. Dankeschön, dass Sie das nochmal so erfasst haben. Dann würde ich jetzt Frau Dr. Jäger bitten. Vielen Dank, dass Sie noch quasi gewartet haben. Und ja, Sie haben rund um präventive Maßnahmen uns Informationen mitgebracht. Bitte schön. Ganz genau. Das kommt ja oft zum Schluss. Jetzt geht es um die Prävention, auch die Primärprävention. Ich habe mich also jetzt heute nicht nur auf Patientinnen mit BRCA1-Mutationen beschränkt, sondern möchte auch zeigen, was wir als Angebot haben für die gesunden Familienangehörigen und hoffe, dass für Sie alle da neue Informationen dabei ist, was Sie so in der Risikosituation tun können. Und auch ganz klarer Hinweis nochmal, also ich leite hier das Zentrum familiärer Brust- und Eierstockkrebs in Düsseldorf, aber die Zentren gibt es deutschlandweit, auch in Berlin an der Charité. Und wenn so ein Mutationsnachweis erbracht ist, unabhängig davon, ob Sie selbst erkrankt sind oder eben gesundes Familienmitglied, dürfen Sie sich jederzeit in so einem Zentrum vorstellen, um sich über die präventiven Maßnahmen beraten zu lassen. Was untersuchen wir überhaupt oder wie kommen wir auf diese Mutationen? Es handelt sich grundsätzlich um Keimbahnmutationen. Das Untersuchungsmaterial ist in aller Regel Blut, einfach weil es gut zugänglich und erreichbar ist. Man kann aber auch an gesunden anderen Gewebe, Haarfollikelhaut, Nebengewebe von der Tumorprobe diese Untersuchung durchführen. Aber etabliert ist eben am besten das Blut. Das sind genetische Veränderungen, Mutationen nennen wir die, die schon in der Ei- oder Samenzelle vorliegen. Also dementsprechend auch vererbt werden können an die Folgegeneration mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Man hat grundsätzlich immer zwei Genkopien in einer gesunden Körperzelle vorliegen, weil man ursprünglich mal eins von der Mutter, eins vom Vater erhalten hat. Und ob jetzt hier eben der grüne oder der rote Schuh, das schwarze oder blaue, eine Genkopie weitergegeben wird an die Folgegeneration, ist zum einen absoluter Zufall, ist ein natürlicher Prozess und bedeutet für jedes Nachkommen,
bekommen, unabhängig vom Geschlecht, 50% Wahrscheinlichkeit, das Ganze geerbt zu haben. Entsprechend, weil man das von Anbeginn mitbekommt, trägt man diese Genveränderungen in allen Körperzellen. Sie sind unveränderbar und daher unterliegen diese Untersuchungen auch dem Gendiagnostikgesetz. Das heißt, vom Vorgehen her ist es zwar unterm Strich einfach nur eine Blutabnahme, aber von der Rechtslage eben deutlich mehr als eine Routineblutabnahme und muss auch entsprechend beachtet werden, die Rechtsgrundlage. Das nur zum Hintergrund einmal. Was unterscheiden wir? Familiäre Häufung von Krebserkrankungen im Vergleich zu eben sporadischen Krebserkrankungen. Hier rechts im Stammbaum dargestellt eine einzelne Brustkrebserkrankung mit dem roten Kreis symbolisiert. Im Vergleich dazu auf der linken Seite im Stammbaum mehrere Familienmitglieder, die an Brustkrebs erkrankt sind, Frauen und Männer, kombiniert mit Eierstockkrebserkrankungen mit dem grünen Symbol dargestellt. Das sind für uns also so immer sogenannte Red Flags, wenn eben mehrere Brustkrebsfälle, vielleicht auch im besonders jungen Alter, beidseits kombiniert mit Eierstockkrebs oder auch Brustkrebs beim Mann auftreten, dann werden wir sozusagen mit in die Behandlung mit einbezogen und in die weitere Risikoabklärung. Wir unterscheiden bei dieser genetischen Untersuchung eine diagnostische von einer prädiktiven Testung. Diagnostisch bedeutet jetzt bei der erkrankten Person, bei einem erkrankten Familienmitglied, da geht es um die weitere Abklärung einer bereits vorliegenden Erkrankung, um aufzudröseln, liegen da genetische Eigenschaften vor, die beispielsweise eine Erklärung für die Erkrankungen darstellen, also krankheitsursächlich sind und, wie wir es ja heute auch schon ausführlich gehört haben, möglicherweise auch die Wirkung eines Arzneimittels vorhersagen können. Stichwort sind da die PARP-Inhibitoren. Diese Aufklärung und Untersuchung darf jeder approbierte Arzt, Ärztin durchführen. Davon zu unterscheiden sind insbesondere rechtlich eben die prädiktiven genetischen Untersuchungen an gesunden Familienmitgliedern. Darauf werde ich gleich im Anschluss dann noch ein bisschen genauer eingehen. Gendiagnostikgesetz gibt uns einige Vorgaben. Ich möchte das nur kurz erwähnen. Wir müssen, wie gesagt, nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich über diese Blutabnahme und die Rechtslage aufklären. Jede Person hat auch das Recht zu wissen, welche Möglichkeiten man zur Vermeidung und zur Vorbeugung der Erkrankung hat. Man darf diese Einwilligung zur genetischen Untersuchung jederzeit widerrufen und man hat natürlich auch immer das Recht auf Nichtwissen. Das sind ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzungen bei uns, für uns in der Beratung. Wir bieten immer auch eine genetische Mitberatung, eine psychosomatisch-psycho-onkologische Mitberatung mit an. Und wichtige Information ist auch, dass wir diese Befunde nur mit der betroffenen Person persönlich besprechen dürfen und auch die Weiterleitung der Befunde nur an diese Person erfolgen dürfen, außer wir haben eine schriftliche Zustimmung, dass wir das eben auch an Kollegen kommunizieren dürfen. Welche Gene überprüfen wir? Nur einmal der Vollständigkeit halber dargestellt. Hier rot hinterlegt unser aktuelles sogenanntes Genpanel, welche Gene wir im Moment in der Risikosituation, also bei familiärer Krebshäufung, überprüfen. Heute liegt der Fokus ja auf BRCA1 und 2. Welche Behandlungsziele verfolgen wir jetzt nun in dieser Risikosituation? Also wenn wir Familien beraten mit BRCA1 oder 2 Genveränderungen, wir möchten zum einen die Sterblichkeit senken, sei es beispielsweise dadurch, dass wir eine Frühdiagnostik anbieten. Wir haben ein sogenanntes intensiviertes Früherkennungs- und Nachsorgeprogramm oder durch die schon ausführlich dargestellten zielgerichteten Therapien. Und zum anderen verfolgen wir das Ziel, den Ausbruch einer Erkrankung zu verhindern, sei es durch Beratung bezüglich Lebensführung, Lebensstil oder auch zu risikoreduzierenden Operationen. Auch dazu hatten wir schon einiges gehört heute. Ich habe zwei Familienfälle mitgebracht, um das Ganze ein bisschen anschaulicher noch zu gestalten oder mit etwas Leben aus der Praxis zu füllen. Hier in so einem Stammbaum sind die Familienmitglieder so dargestellt, dass die Kreise, die runden Symbole Frauen darstellen, die eckigen Männer und die erkrankten Familienmitglieder haben so ein ausgefülltes Symbol. Wir hatten nun letztes Jahr als erste Person der Familie eine junge 35-jährige Patientin beraten, die an einem triple-negativen Mammakarzinom, also Brustkrebs, erkrankt ist. Das ist eine spezielle Unterform der Tumorbiologie, heißt, es wurden diese Hormonrezeptoren nicht an der Zelloberfläche ausgeprägt. Tendenziell, hatten wir gerade auch schon gehört, sind da ja auch etwas häufiger diese genetischen Veränderungen nachweisbar. Dementsprechend hatte sie in jedem Fall
Fall die Berechtigung, bei uns beraten zu werden, zudem auch aufgrund des Erkrankungsalters mit 35. Und sie hat in der Familie, auch auf der väterlichen Seite, zwei Tanten und eine Großmutter gehabt, die an Brustkrebs erkrankt waren. Wir hatten nun eine Genmutation im BRCA1-Gen nachgewiesen und dann daran angeschlossen die entsprechende Beratung. Das beinhaltet bei uns auch immer eine Risikokalkulation, also eine Wahrscheinlichkeitsberechnung mit dem CanRisk-Rechenmodell. Das ist mit der Cambridge University gemeinsam etabliertes Programm, was eben auf dem Stammbaum, also der Familiengeschichte, fußt, auf der persönlichen Vorgeschichte, die Anamnesefaktoren, die man eben mitbringt, die beinhalten beispielsweise die Abfrage der ersten Periodenblutung oder der Menopause, die Anzahl der Geburten und Alter bei der ersten Geburt, ob man raucht oder Alkohol trinkt, Körpergewicht und Größe. All diese Dinge werden da mit erfasst und eben auch die genetische Veränderung. Im Anschluss erhält man dann eben eine Wahrscheinlichkeitsberechnung für die individuelle Person, so dass man das in der Beratung auch sehr gut heranziehen kann und sich nicht nur alleine auf Literaturdaten berufen muss. Bei der jungen Erkrankten, die wir jetzt da beraten haben, ist es so, dass wir die Wahrscheinlichkeit für die Gegenseite der Brust berechnet haben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sozusagen noch auf der anderen Seite zu erkranken. Das wird dann mittels Lebensalter aufgedröselt, das ist die erste Spalte. Dann die Brustkrebswahrscheinlichkeit auf der gesunden Seite und das Ganze verglichen mit der Allgemeinbevölkerung. Und man sieht durchaus, dass sie aufgrund dieses Mutationsnachweises eine deutlich erhöhte Erkrankungswahrscheinlichkeit zeitlebens noch einmal aufweist. Das Ganze ist auch nochmal grafisch für den visuellen Typ dargestellt und nochmal die sogenannte 10-Jahres-Wahrscheinlichkeit, was für uns auch in der Beratungssituation immer ein relevanter Faktor ist. Auf dieser Basis kann man nun weitere Empfehlungen aussprechen, beziehungsweise der Patientin oder auch dem gesunden Familienmitglied, der gesunden Person, das als Entscheidungsgrundlage zur Hand geben, damit man eben informiert entscheiden kann, welche präventiven Maßnahmen man jetzt persönlich in Anspruch nehmen möchte. Bei uns ist ja alles freiwillig. Jede Person darf dann selber entscheiden, welche Optionen sie wahrnehmen möchte und zu welchem Zeitpunkt. Die eine Möglichkeit ist das Programm eben der intensivierten Früherkennung bzw. Nachsorge. Das beginnt jetzt bei BRCA1-2-Genveränderungen ab dem 25. Lebensjahr und endet bis mit dem 70. Lebensjahr. Ich erhalte manchmal die Frage, warum das zu dem Zeitpunkt endet und man dann keine Vorsorge- oder Früherkennungsmaßnahmen mehr bekommt. Aktuell sind so die Verhandlungen mit den Krankenkassen. Das Mammographie-Screening wird ja derzeit ausgeweitet. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir da auch nachziehen, aber im Moment ist das noch bis zum 70. Lebensjahr vereinbart. Wir bieten an Ultraschalluntersuchungen zweimal jährlich, ein MRT der Brust einmal jährlich. Das ist eine Untersuchung, die man sonst so in der Routine-Diagnostik nicht erhält, und alle 1 bis 2 Jahre ab dem 40. Lebensjahr dann schon die Mammographie. Also insgesamt eine sogenannte Gesamtdiagnostik der Brust, deutlich vorgezogen vor dem Routine-Mammographie-Screening ab dem 50. Lebensjahr, mit der Zielsetzung, eine möglicherweise auftretende Krebserkrankung eben möglichst früh nachzuweisen, um sie möglichst gut behandeln zu können. Und das gelingt tatsächlich auch in aller Regel, wenn die Teilnahme stringent durchgeführt wird, sollten Krebserkrankungen auftreten, dass man eben kleine, paar Millimeter große Befunde rausfischt sozusagen aus dem Programm und dann eben auch sehr gute Behandlungsoptionen anbieten kann. Als Alternative können wir bei BRCA1 oder 2 Genveränderungen auch die sogenannten risikoreduzierenden Operationen anbieten. Da ist zum einen die bilaterale Mastektomie zu nennen, also die Entfernung des kompletten Drüsenkörpers, oder die risikoreduzierende Salpingoberektomie, wie wir in dem ersten Vortrag auch schon gehört haben, also die Entfernung der Eierstöcke und Eileiter. Auf die OPs gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer ein, auf die Indikationsstellung, das postoperative Management insbesondere. Was können wir sonst neben den Operationen und der intensivierten Früherkennung Nachsorge anbieten? Ich hatte schon gesagt, wir beraten auch zum Lebensstil. Das ist natürlich immer die größte Herausforderung.
kennen wir vielleicht alle mit den Neujahrsvorsätzen oder was man so im Leben ändern möchte, ist nicht immer ganz einfach. Es gibt dazu auch eine Studie. Wir hatten ja gerade schon gehört, wie wichtig und relevant Studien sind, nicht nur für uns, um Daten zu generieren, sondern eben auch für Sie, weil Sie durchaus auch einen Vorteil von so einer Studienteilnahme haben können. Das hier ist die Libre-Studie, die wird von der TU München, Klinikum rechts der ISA, geleitet. Und wir sind eines von 6 Prüfzentren deutschlandweit. Hier wird untersucht, ob eben eine Lebensstilintervention im Sinne von Sportprogramm und Ernährungsberatung im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die allgemeine Information erhält, möglicherweise bei den BRCA1-2-Mutationsträgerinnen einen Unterschied macht in der Prognose und in dem Auftreten der Erkrankungen. Die Rekrutierung geht gut voran und es ist, glaube ich, langsam dann auch ein Abschluss in Sicht. Ich bin gespannt auf die Auswertung, auf die Erkenntnisse, die wir daraus erzielen, weil das doch auch sehr, sehr wichtige Daten sind. Ich hatte schon gesagt, wir unterscheiden die diagnostische von der prädiktiven Testung. Jetzt hatten wir bei einem erkrankten Familienmitglied eben einen Mutationsnachweis erzielt. Was passiert jetzt mit den Gesunden? Wir beraten hier immer für die gesamte Familie mit. Diese prädiktive genetische Testung können wir dann anbieten, wenn wir eben so einen Mutationsnachweis schon haben. Es geht allerdings dann um die Abklärung einer möglicherweise zukünftig auftretenden Erkrankung. Und deswegen ist das eben von der Rechtsgrundlage auch mal ganz anders zu werten und muss eben von Fachärzten für Humangenetik aufgeklärt werden oder Fachärzten, Fachärztinnen, die mit einer sogenannten fachgebundenen genetischen Beratung fortgebildet sind, weil es eben durchaus relevant ist für die betroffene Person, auch versicherungsrechtliche Aspekte, psychische Aspekte, wie man dann mit so einer Anlageträgerschaft umgeht. In der Familie hatten wir jetzt einige weitere Familienmitglieder beraten. Wir bieten immer an, auch eine sogenannte Segregation der Eltern vorzunehmen, um noch einmal nachzuweisen, von welcher Familienseite das, diese genetische Veränderung vererbt wurde. Hier lag nun ja der Verdacht nahe, dass es von der väterlichen Seite kommt, aber manchmal erleben wir da auch Überraschungen. Aber tatsächlich konnten wir hier bei dem Vater die BRCA1-Genveränderung auch nachweisen. Dementsprechend immer ganz wichtige Information. Auch die väterliche Linie ist entscheidend bei der Risikobewertung einer solchen Situation. Und was so ein bisschen bitter ist an dem Patientenfall, die junge Erkrankte hatte mir durchaus geschildert, sie hatte sich auch ein paar Jahre vorher schon mal mit dem Gedanken getragen, diese genetische Überprüfung durchführen zu lassen und hat das irgendwie noch ein bisschen beiseite geschoben, hat kleine Kinder, hatte keine Zeit und, und. Also gegebenenfalls hätte man diesen Erkrankungsfall vermeiden können, aber gut, so spielt das Leben manchmal. Die Schwestern, Entschuldigung, auf die komme ich gleich noch zu sprechen, noch einmal kurz zu dem Vater. Wie gesagt, auch der Vater, auch männliche Familienmitglieder können Mutationsträger sein. Man hat hier nicht so sehr im Blick manchmal, weil dieser Erbgang eben keine hundertprozentige Penetranz hat. Das bedeutet, wenn man Anlageträger ist, sowohl als Frau als auch Mann, ist es nicht zwangsläufig so, dass eine Erkrankung ausbricht. Die Wahrscheinlichkeit ist nur deutlich erhöht, bei Männern sehr viel seltener im Vergleich zu Frauen, sodass man, wie gesagt, die Männer oft nicht so im Blick hat. Aber die können auch mal erkranken und insbesondere eben die Anlageträgerschaft an Nachkommen, Jungs oder Mädels, weitergeben. Männer können auch selten mal erkranken, sei es an Prostatakrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber auch mal an Brustkrebs, sodass ich sehr froh bin, dass wir jetzt die Männer, dass die nicht nur im Schlepptau der jungen Frauen, der Töchter kommen, um eben eine Abklärung für die Familie zu erwirken, sondern dass wir den Männern jetzt auch was anbieten und an die Hand geben können. Wir haben mit unserer urologischen Klinik zusammen so seit 2 Jahren jetzt das sogenannte ProFamRisk-Projekt. Da wird den Männern eine regelmäßige Vorsorge, Früherkennung für die Prostata mit auch MRT-Untersuchungen der Prostata und PSA-Werten angeboten. Und wir haben auch ein sehr, sehr schönes Projekt und Möglichkeit für das Pankreaskarzinom, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, hier eine Vorsorge anzubieten für Männer und Frauen. Dann zu den Schwestern, die waren jetzt entsprechend alert, wenn die Schwester mit 35 Jahren an Brustkrebs erkrankt und man ist in ähnlichem Alter, die sind dann 2 von 3 Schwestern direkt auch zur Abklärung gekommen. Eine konnten wir entlasten und damit auch deren Kinder, also das ist ein Erbgang, der nicht irgendwie Generationen springt, sondern die Folgegeneration ist dann ebenfalls mit entlastet.
So, dass die eine Schwester also nicht diese hohen Krebswahrscheinlichkeiten hat, sondern eben so wie die Allgemeinbevölkerung auch. Und bei einer weiteren Schwester konnten wir diese Mutation ebenfalls nachweisen, die war natürlich dann auch entsprechend schnell entschlossen bei ihren präventiven Maßnahmen bezüglich Richtung Operation vorzugehen, stell ich gleich noch dar. Sie hat eine sehr junge Tochter, 18 Jahre. Das ist bei uns die Minimumanforderung für also eine genetische Beratung und Überprüfung. Volljährigkeit, weil die Erkrankungen sowieso erst im Erwachsenenalter auftreten. Eigentlich ist uns 18 Jahre tatsächlich etwas zu jung, weil die Vorsorgeprogramme auch erst eben mit 25 auftreten, starten und in der Familie jetzt auch nicht jüngere Erkrankungsfälle mit 25 oder ähnlichem aufgetreten sind. Aber diese junge Frau war so entschlossen, sie wollte das unbedingt wissen und hat zum Glück die Mutation nicht und wir konnten sie entlasten. Was können wir den Gesunden noch anbieten an möglichen Vorsorge für Erkennungs-Vorsorgemaßnahmen? Es gibt jetzt noch eine weitere Studie, die BRCAP-Studie. International rekrutierend, über 12 Jahre ist das geplant. Da wird untersucht, ob eine Prävention mittels des Antikörpers Denosumab sich günstig auf die Brustkrebswahrscheinlichkeit bei BRCA1-Keimbahnmutation auswirkt. Denosumab, den Wirkstoff, kennen wir aus der Onkologie und auch aus der Osteoporosebehandlung, wirkt eigentlich eben bei diesem Kommunikationsweg zwischen den knochenaufbauenden und knochenabbauenden Knochenzellen, RANK-RANK-L ist da das Stichwort, und hat festgestellt, dass dieser Kommunikationsweg offensichtlich auch bei den Brustdrüsenzellen eine Rolle spielt, sodass man jetzt dieses gut etablierte, relativ nebenwirkungsarme Medikament überprüft, ob es gegebenenfalls eben auch die Brustkrebswahrscheinlichkeit bei so Anlageträgerschaft verringern kann. Bin sehr gespannt, auch was da an Daten dann folgen wird. Ich habe noch kurz einen zweiten Fall mitgebracht, Familienfall mit ein bisschen anders gelagerter Situation. Hier hatten wir bei uns im Brustzentrum eine etwas ältere Dame, 79 Jahre betreut. Da ist so in der weiteren Verwandtschaft ein weiterer einzelner Brustkrebsfall aufgefallen mit 40 Jahren, sodass der Stammbaum jetzt nicht besonders eindrücklich ist. Wir durchaus überlegt haben, soll man das jetzt genetisch überprüfen oder nicht. Also sie hat auf jeden Fall die Kriterien gehabt und nochmal von der Durchführung ist es rein eine Blutabnahme, sodass ich denke, dass das auch einer 80-jährigen, annähernd 80-jährigen Dame zuzumuten ist. Und wenn Sie jetzt überlegen, wir haben tatsächlich eine Mutation gefunden, BRCA2. Das ist der Stammbaum, wie er sich im Laufe eines Jahres geändert hat bei uns, wer jetzt alles aus der Familie gekommen ist, um für sich dann eine Abklärung zu erwirken. Das sind etliche Töchter und auch Enkelkinder schon hier gewesen. Wir konnten den einen Sohn nicht überprüfen, weil der bereits verstorben war, aber eben die Enkeltochter ist damit der Nummer 27 dargestellt. Sie ist selber 29 Jahre alt, hat ein kleines Kind zu Hause, ein Säugling, und hat jetzt auch diesen Mutationsnachweis BRCA2 erhalten, sodass das natürlich für diese junge Frau, weil die mal erstmal ziemlich aus dem normalen Leben, aus dem Tritt geworfen hat und das eine sehr, sehr gute interdisziplinäre Beratung bedarf. Wir hatten für diese junge 29-jährige Frau auch gerechnet, wie hoch ist die Brustkrebswahrscheinlichkeit zeitlebens und in den nächsten 10 Jahren. Die liegt zeitlebens bei 80%, also deutlich erhöht im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung mit 12%. Und in den nächsten 10 Jahren hat sie bereits eine Erkrankungswahrscheinlichkeit von 7,6%. Wenn diese junge Frau jetzt mit dem kleinen Kind zu Hause in Triple negatives Mammakarzinom entwickelt, ist das eine Katastrophe für die ganze Familie. Und ich bin sehr froh, dass wir die Großmutter väterlicherseits überprüft haben und dieser Frau jetzt Angebote machen können. Noch einmal grafisch dargestellt. Zur Eierstockkrebswahrscheinlichkeit haben wir auch gerechnet. Die ist bei dieser jungen Frau jetzt tatsächlich im Moment noch überschaubar, weil es auch aus dem Stammbaum keinen Hinweis auf Eierstockkrebs gibt. Das kennen wir durchaus, dass bei manchen Familien das eine und bei manchen das andere eher vordringlich ist, sodass sie in den nächsten Jahren jetzt noch eine geringe Wahrscheinlichkeit hat für Eierstockkrebs, vergleichbar mit der Allgemeinbevölkerung. Aber zeitlebens ist die dann mit 12,9% doch erhöht im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, sodass man da auch über die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen sprechen muss.
Wie verlaufen jetzt so Beratungsgespräche bezüglich risikoreduzierender Operationen? Das ist eine Entscheidungsfindung, die ganz individuell abläuft, sei es, ob man die OP durchführen lassen möchte und zu welchem Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, da kann man diese Kenrisk-Berechnungen sehr gut mit heranziehen, um eben für sich persönlich die eigene, ja, Risikotoleranz sozusagen auch ein Stück weit abzuwägen. Wir stellen diese dieses Erkrankungsrisiken in den verschiedenen Lebensaltern dar. Wir besprechen auch eventuell konkurrierende Risiken. Das bedeutet, wenn man jetzt schon mal selbst erkrankt ist, sei es an Brust- oder Eierstockkrebs, sind natürlich diese Risiken auch mit zu bedenken, bevor man in eine solche risikoreduzierende Operation reingeht. Alternative Möglichkeiten sind darzustellen, das ist für die Brust eben die erwähnte oder dargestellte intensivierte Früherkennung für die Eierstöcke, das ist auch schon angeklungen, haben wir leider keine so guten Vorsorgeprogramme, sodass wir da auch wenig Alternativen, das gar keine Alternativen anbieten können. Wenn die Indikation gegeben ist, beispielsweise eben bei BRCA1 oder 2 Mutation, dann wird eine Bescheinigung für die Krankenkasse ausgehändigt, um diese Kostenübernahme zu erwirken. Bei BRCA1 oder 2 Genveränderung ist das in aller Regel auch eine recht klare Sache und wird bewilligt. Bei manchen von den anderen Genveränderungen muss ich durchaus des Öfteren mit dem medizinischen Dienst diskutieren, aber bei BRCA1, 2 ist das in aller Regel recht klar. Das sind die Vorteile darzustellen. Klar, unser Ziel ist die Reduktion von Erkrankungen, Erkrankungsrisiken, eventuell auch eine Verbesserung der Langzeitprognose. Natürlich müssen wir aber genauso über die Nachteile aufklären und über diese beraten. Die OP ist nicht rückgängig machbar, also eine abgenommene Brust oder abgenommene Eierstöcke, Eileiter kann man nicht wieder dran basteln. Die OP-Risiken sind darzustellen. Es kann zu Blutungen kommen, es kann zu Folgeoperationen kommen, und es bedarf also einer ausführlichen OP-Aufklärung und eben auch eine Beleuchtung der Folgebehandlungen der möglichen. Das möglichst vollständige Entfernung des Gewebes ist notwendig. Das ist vorhin auch schon angeklungen für die Eierstöcke und Eileiter. Das Gleiche gilt natürlich für die Brust, sonst erzielen wir nicht die onkologische Sicherheit, die wir haben möchten. Es muss eine angemessene Bedenkzeit eingeräumt werden, damit die betroffene Person die Vor- und Nachteile für sich persönlich eben auch abwägen kann. Und wir bieten auch immer in diesem Fall für diese Entscheidungsfindung eine psychologische Mitberatung an, damit man eben auch langfristig und nachhaltig zufrieden ist mit der Entscheidung, die man getroffen hat und diese nicht im Nachgang bereut. Zur risikoreduzierenden bilateralen Mastektomie, also Entfernung des gesamten Brustdrüsengewebes beidseits, ist zu sagen, dass das möglich ist bei eben nachgewiesener Mutation in BRCA1, 2 und als Einzelfallentscheidung in manchen von den anderen genetischen Veränderungen, CHEK2, TP53. Ohne genetische Prädisposition gibt es allerdings keine Empfehlung zu dieser beidseitigen kompletten Entfernung des Drüsenkörpers. Es kann klinische Gründe geben auf der erkrankten Seite, sei es, weil mehrere Herde vorliegen oder ein besonders großer Tumor oder, dass man auf der erkrankten Seite die Mastektomie empfiehlt. Das ist nicht, dass wir uns widersprechen, wir Kollegen untereinander. Das sind einfach verschiedene Blickwinkel oder Indikationsstellungen. Aber für die gesunde Seite ist eigentlich alleinig der Mutationsnachweis die Indikationsstellung. Die konkurrierenden Risiken hatte ich schon angesprochen, die muss man abwägen. Im Erkrankungsfall kann es auch sein, dass man eben, wie gesagt, besonders großen Tumor hat, Lymphknotenbefall oder, dass man sich möglicherweise auch dafür entscheidet, erstmal sich um die erkrankte Brust zu kümmern und im Nachgang ein paar Jahre später die gesunde Brust anschließt. Die interdisziplinäre Beratung ist Grundvoraussetzung für diese OP. Es gibt nun die bilaterale Mastektomie, also beidseitige Entfernung des Drüsenkörpers bei der gesunden Ratsuchenden mit genetischer Prädisposition und Genauigkeit halber nennt man das bei der erkrankten Person eigentlich kontralaterale Mastektomie, also die Entfernung des Brustdrüsengewebes der Gegenseite. Man kombiniert das meistens zu einer dann tatsächlich bilateralen Mastektomie. Die Datenlage ist wie folgt: Es existieren tatsächlich genau genommen keine prospektiv randomisierten Studien, so wie wir das jetzt gerade von Herrn Armbrust dargestellt haben, was die beste Datenlage immer liefert. Wir haben allerdings Registerstudien, Beobachtungsstudien, die auch beleuchten, wie im Nachgang, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, tatsächlich Brustkrebs zu entwickeln.
bei einer unter onkologischen Gesichtspunkten durchgeführten risikoreduzierten bilateralen Mastektomie ist die Wahrscheinlichkeit, nicht an Brustkrebs zu erkranken, also die Reduktion des Risikos über 95%. 100% Sicherheit können wir leider nicht aussprechen. Und wir wissen inzwischen auch, dass es bei BRCA1-Anlageträgerinnen vermutlich die brustkrebsspezifische Sterblichkeit senkt. Bei BRCA2 ist das noch nicht nachgewiesen, muss man ganz klar dazu sagen und offen kommunizieren. Bei der kontralateralen Mastektomie wird ebenfalls das Brustkrebsrisiko der Gegenseite verringert, aber wir haben keine eindeutigen Daten zur brustkrebsspezifischen Sterblichkeit, da man das unter der Berücksichtigung der Ersterkrankung sehen muss. Also wie alt ist die Patientin, wie war das Tumorstadium und die Tumorbiologie? Das muss da eben auch mit einfließen in die Beratung und in die Aufklärung. Empfehlungen nach der OP. Aktueller Stand ist, dass man eine Brust-MRT durchführen sollte, mindestens 6 bis eher 12 Monate nach der durchgeführten Operation, um ein mögliches Restdrüsengewebe darzustellen. Die Zielsetzung ist, dass man die Drüse um über 90% entfernt hat. Das gilt dann als ausreichende Entfernung und dann wird der Ausschluss aus diesem intensivierten Früherkennungsnachsorgeprogramm empfohlen. Wenn relevant Restdrüsengewebe vorhanden sein sollte, über 10%, was nicht ganz einfach ist in der Beurteilung, höre ich von meinen Radiologen immer wieder, aber so sind die aktuellen Empfehlungen, müssen wir mit der betroffenen Frau darüber sprechen, ob gegebenenfalls eine erneute OP erfolgen soll. Und wenn das nicht gewünscht ist, ob das Programm der intensivierten Früherkennung Nachsorge fortgeführt werden soll. Ansonsten muss bei der OP-Aufklärung darüber beraten werden und im Nachgang kontrolliert werden, ob es gegebenenfalls Komplikationen nach der Mastektomie gibt, wenn man diese mit Wiederaufbau beispielsweise mit einem Implantat plant. Das kann beinhalten eine Implantatruptur oder Kapselfibrose oder auch das sogenannte Brustimplantat-assoziierte anaplastische Lymphom. Das wird ja aktuell deutschlandweit sehr viel diskutiert. Es gibt auch jetzt neue Implantatregister und, sodass dass da auch eine solide Datenlage dazu geschaffen werden soll. Abschließend noch einmal zur risikoreduzierenden Salping-Oberektomie, also der Entfernung der Eierstöcke und Eileiter. Dazu hatten wir ja schon einiges gehört heute. Es geht darum, die Risikosenkung von Eierstockkrebs und Eileiterkrebs zu erwirken und dass eben die Eierstöcke und Eileiter gemeinsam entfernt werden. Das hatten wir vorhin schon diskutiert. Ganz kurz noch, weil auch die Frage im Chat kam, ab wann soll man diese Operation durchführen oder ab wann ist es empfohlen? Wie gesagt, auch das ist freiwillig, niemand wird dazu verpflichtet. Bei BRCA1 haben wir tatsächlich die Möglichkeit, ab 35 das als Option anzubieten. Das ist sehr früh, muss man gut besprechen. Ab 40 ist die Empfehlung oder 5 Jahre vor dem jüngsten Erkrankungsfall. Das kann bei manchen Familien, wenn eine 30-jährige Tante an Ovarialkarzinom erkrankt und verstorben ist, bedeuten, dass eine Anlageträgerin mit 25 schon in die Situation kommt, über diese OP nachzudenken und von uns beraten werden muss. Das ist also durchaus eine sehr große Herausforderung in der Beratungssituation. Bei BRCA2 ist die Empfehlung ab 40 Jahren bzw. auch wieder 5 Jahre vor dem jüngsten Eierstockerkrankungsfall in der Familie, Eierstockkrebs. Bei den anderen genetischen Veränderungen, die eine Eierstockkrebserkrankung vorhersagen können, liegt die Empfehlung in aller Regel ab der Menopause bzw. auch da wieder 5 Jahre vor dem jüngsten Erkrankungsfall in der Familie. Nochmal die Canvas-Berechnungen von der einen jungen Frau, die ich Ihnen gerade gezeigt hatte, mit der 12-prozentigen Erkrankungswahrscheinlichkeit für Ovarialkarzinom, die zumindest in den nächsten Jahren noch überschaubar ist, verglichen mit einer anderen jungen, gesunden Ratsuchenden, die sich vorgestellt hat mit einem Erkrankungsfall Ovarialkarzinom in der Familie.
Man sieht deutlich, wie sich die Erkrankungswahrscheinlichkeiten dann unterscheiden können, obwohl sie die gleiche Mutation tragen. Und zwar hat diese etwas ältere, 37-Jährige schon jetzt in den aktuellen Lebensalter eine erhöhte Wahrscheinlichkeit im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung von aktuell 0,2% und bis zum 40. Lebensjahr 1,1, bis zum 50. Lebensjahr allerdings dann schon 7,1%. Sodass diese natürlich schon aktiv darüber nachdenkt, wann sie diese Operation durchführen lässt. Herausforderung in dem Fall war noch, dass der Kinderwunsch noch nicht abgeschlossen war, also die Familienplanung, und wir dann natürlich nochmal in eine entsprechende Beratungssituation kommen, wie wir damit umgehen. Ich bin sehr froh, dass wir diesbezüglich ein sehr engagiertes Kinderwunschzentrum bei uns am Standort haben, das Unikit, die auch ein Unicare haben und ein Fertiprotect-Programm, bedeutet, dass eben diesen jungen Ratsuchenden auch eine Beratung angeboten werden kann und im Fall der Fälle auch die Möglichkeit eines sogenannten Medical Freezing, also Wegfrieren von Eizellen, um möglicherweise im Nachgang bei erhaltenem Uterus noch einen Kinderwunsch mit entsprechend einer Kinderwunschbehandlung zu realisieren. Bitte zum Ende kommen. Dankeschön. Ja, sehen wir auch. Es können mögliche Nebenwirkungen auftreten nach so einer OP in der Prämenopause, wie Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen, Haarverlust, Schlafstörungen, diese typischen Menopausenbeschwerden. Dementsprechend wird eine Hormonersatztherapie bis circa zum 50. Lebensjahr empfohlen, kombiniert bei erhaltenem Uterus. Wenn Brustkrebserkrankungen vorliegt, muss man damit zurückhaltend sein, beziehungsweise gibt es keine Empfehlung, oder bei Kontraindikationen, sei es Thrombose oder Lebererkrankungen. Im Fall, wenn wir keine Hormonersatztherapie durchführen können oder diese abgelehnt wird, müssen wir über konkurrierende Risiken wie Osteoporose, also Knochenschwund, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufklären. Es gibt grundsätzlich immer Alternativen, die man auch empfehlen kann. Das basiert auf dem Patientenratgeber der AGO 2019, sei es Präparate aus anderen Fachdisziplinen, die so Wechseljahrsbeschwerden reduzieren können, oder auch lokale Behandlungen mit ja, Feuchtigkeit, Gleitgel, lokales Östrogen kann man erwägen, oder auch Empfehlungen aus der integrativen Medizin wie Body-Mind-Training, Yoga, Akupunktur, körperliche Aktivität, sodass es da auch eine gute Beratungssituation gibt, wie man mit möglichen Wechseljahrsbeschwerden umgehen kann. Ich möchte noch ganz kurz auf das BRCR-Netzwerk hinweisen. Da haben wir jetzt einen aktiven Gesprächskreis in Düsseldorf seit Herbst letzten Jahres. Da kann man sich auch immer sehr gut vernetzen und austauschen. Die sind auch deutschlandweit tätig, sehr engagiert. Die Frau Hane, eine der Vorsitzenden, hat jetzt letztens erst das Bundesverdienstkreuz erhalten, was ich enorme Auszeichnung finde für das ganz, ganz tolle Engagement, was diese Selbsthilfegruppe an den Tag legt, sodass ich das nicht unerwähnt lassen möchte, und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal für den letzten Tipp für das BRZ-Netzwerk, was ja auch Partner von unserer Veranstaltung ist. Also ein sehr komplexes Thema, wie Sie mitbekommen haben, und wo wirklich Informationen, Aufklärungen, also wirklich nur an den Zentren, an den familiären Zentren für Brust- und Eierstockkrebs durchgeführt werden sollte. Da auf alle Fälle nochmal nachhaken. Es kamen ja einige Fragen aus dem Auditorium in Richtung der Angehörigen, dass natürlich jetzt mit dem Vortrag nochmal aufgeploppt ist, okay, wie sind denn meine Kinder im Endeffekt betroffen oder nicht betroffen? Also da bitte ganz genau das Gespräch und die Beratung, die Aufklärung suchen, eben weil es ein sehr komplexes Thema ist. Ja, ich würde noch eine Sache am Ende kurz teilen. Wie wir schon gesagt haben, wir sind gerne, wir haben die Veranstaltung aufgezeichnet. Wir haben aber auch ganz viele andere Themen rund um Eierstockkrebs, als auch andere gynäkologische Erkrankungen und vor allen Dingen Lebensqualität für Sie zusammengestellt. Schauen Sie einfach bei uns mal nach auf unserem YouTube-Kanal. Und ja, auch sämtliche Social Media Plattformen sind wir natürlich unterwegs, viel auf Instagram und auf unserer Webseite. Und dann sage ich nochmal Danke und lade Sie sehr, sehr herzlich ein bei unserer nächsten Veranstaltung im September. 18. September ist die Prager Themenreise wieder.
unterwegs, dann mit den Expertinnen und Expertinnen vom, aus Essen, also ganz bei Ihnen in der Nähe. Und ja, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Sommerabend und sage bis ganz bald. Dankeschön. Schönen Abend.